Liebe Gäste, lieber Minister Untersteller, lieber Franz, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Schwarz-Lühe-Sutter, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, sehr geehrte Damen und Herren aus Politik, Wirtschaft und Medien, schön, dass Sie heute alle zu uns gekommen sind an diesem doch noch schönen, ja man muss schon fast sagen herbstlichen Nachmittag zu unserer mittlerweile 7. Sommerakademie, die wir hier bei uns in der Landesvertretung veranstalten zu allen Fragen, die sich rund um Klimaschutz, Energiepolitik, Umweltschutz drehen, traditionell nach der Sommerpause so als so eine Art Wiedereinstieg und Wiederaufwärmen für den politischen Betrieb, wenn es dann wieder losgeht. Wir haben uns in der Vergangenheit mit allen möglichen umwelt- und energiepolitischen, klimaschutzpolitischen Fragen beschäftigt, mehr oder minder fachlich und in die Tiefe gehend. Und wir haben dieses Mal für die Sommerakademie ein Thema gewählt, mit dem wir eher ins Grundsätzliche gehen wollen. Wir wollen fragen, wie Regeln, Gesetze, Verordnungen oder Marktdesign grundsätzlich gestaltet werden müssen, damit das gelingen kann, was, glaube ich, im Moment wirklich eines der drängendsten Themen auch auf der politischen Agenda ist, nämlich dem Umweltschutz, dem Klimaschutz zu seinem im wahrsten Sinne des Wortes Recht zu verhelfen. Wir wollen auf den Werkzeugkasten gucken, den Werkzeugkasten der Umweltpolitiker und Umweltpolitikerinnen, diesen in den Blick nehmen und uns mit der Frage auseinandersetzen, welche Instrumente brauchen wir eigentlich, um welches Ziel zu erreichen? Und dass wir uns wieder mit diesen grundsätzlichen Fragen und auch Zielsetzungen auseinandersetzen müssen, hat, glaube ich, die gestrige Debatte im Deutschen Bundestag, die Generaldebatte, ganz, ganz anschaulich illustriert. Wer die verfolgt hat, der konnte sehr deutlich sehen, wie unterschiedliche Ansätze, grundsätzliche unterschiedliche Ansätze, da auch aufeinanderprallen. Ich meine, das war das meistdiskutierte Thema in allen Reden, aber es ist doch sehr, sehr deutlich geworden, dass die Bedeutung des Themas ganz unterschiedlich eingeschätzt wird. Auch die Bundeskanzlerin hat ja in ihrer Rede sehr, sehr deutlich gemacht, dass das quasi eine der Hauptaufgaben ist, die sie auch sieht, der man sich zuwenden muss. Aber ich glaube, wenn wir dann reingehen in die Frage, wie gehen wir mit dem Thema um, wie tief wollen wir eingreifen, mit welchen Instrumenten wollen wir eingreifen, werden dann die Unterschiede, und das hat man dann bei den anderen Rednern und Rednerinnen der Parteien, glaube ich, sehr deutlich gesehen, bis hin dazu, dass es eine Partei gibt, die das ganze Phänomen und das ganze Thema und das ganze Problem grundsätzlich leugnet. Wir wissen alle, dass wir im politischen Alltagsgeschäft der Rechtsetzung oft von vornherein auf bestimmte Regeln festgelegt sind und die Wege dadurch auch vorgezeichnet sind. Und wir natürlich alle dann vor dem Problem auch stehen, dass der einmal eingeschlagene Weg, den wir eingenommen haben, oft schwer auch wieder verlassen werden kann. Und die Frage und das Hinterfragen von den Instrumenten, die dort angegangen sind, dann durchaus auch schwer fallen. Und deswegen heute hier auch ein bisschen die Plattform und die Möglichkeit, vielleicht auch mal grundsätzlicher sich mit den unterschiedlichen Positionen auseinanderzusetzen, auch mal kritisch zu hinterfragen, ob das alles, was wir an Instrumentarium, an Rechtsetzung so vor uns haben, was vorgezeichnet wird, was aus den langen Linien ersichtlich wird, dann tatsächlich das richtige Instrument ist. Ich glaube, viel Zeit zum Ausprobieren haben wir alle nicht mehr. Wir müssen nicht mehr die großen Klimaschutzszenarien an die Wand malen. Das, was an Katastrophen droht, wir alle erleben es mittlerweile jeden Tag. Wir haben es jetzt im Sommer erlebt, wir erleben es weltweit. Die Bilder, die wir sehen, machen, glaube ich, deutlich, dass wir sehr wenig Zeit haben, um dem zu begegnen, was uns unsere Lebensgrundlagen bedroht. Geschätzte 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten, die es weltweit gibt, sind rund 1 Million vom Aussterben bedroht. Wir wissen, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre jährlich steigt, obwohl wir ja eigentlich weitreichende Klimaziele festgeschrieben haben als ein Instrument. Und trotzdem gelingt es uns nicht, dagegen zu gehen. Trotzdem gelingt es uns nicht, die Artenvielfalt zu erhalten. Und trotzdem gelingt es uns auch nicht, obwohl wir es alle wissen, dass es ein Problem ist, die Mikroplastikbelastung in den Ozeanen zu
reduzieren. Und genau hierüber zu reden, wie wollen wir und wie können wir die Grundlagen unseres Lebens erhalten, und ist das und ist der Einsatz, um den es geht, und der ist hoch, wie können wir den erreichen und wie können wir den umsetzen, wie können wir in den Bereichen, die das alles betrifft, wirklich grundlegend umsteuern. Und hier wollen wir ansetzen, und deswegen haben wir unsere Veranstaltung auch zugespitzt mit dem Titel Verbieten, Ködern oder Zahlen. Das sind ja letztendlich die Überschriften über den Instrumentenkasten überschrieben. Wann also brauchen wir ein abweichungsfestes Ordnungsrecht? Wann wollen wir Unternehmen und Bürger und Bürgerinnen mit Zahlungen oder anderen Vergünstigungen, ich sage jetzt mal bloße Anreize geben, um die Ausfahrt dann in Richtung Umweltschutz zu nehmen? Und wie kann es gelingen, die Märkte und marktwirtschaftlichen Instrumente so zu designen und zu gestalten, dass umweltschonendes Verhalten auch tatsächlich belohnt wird und zu einem anderen Verhalten und zu einer anderen Marktteilnahme dann auch anreizt? Diese Fragen sollen den großen Rahmen unserer heutigen Diskussion und Debatte setzen, und wir haben uns damit eine hoffentlich auch selbstkritische Methodendiskussion in unseren eigenen Reihen gewünscht und wollen diese hier auch führen. Und beginnen wird Frau Staatssekretärin Schwarz-Lühr-Sutter, die uns in ihrer Keynote sicherlich eingehend von konkreten Methodendiskussionen innerhalb der Bundesregierung berichten kann und vielleicht auch darüber, dass neben allen politisch-taktischen Erwägungen, die man ja vielleicht generell auch bei allen von uns ein Stückchen weit unterstellen muss, die eine oder andere Debatte und den Art und Umfang des Klimaschutzes dann auch näher bringen wird. Vielleicht kriegen wir ja auch den ein oder anderen Hinweis, was wir dann am 20.09. so alles erwarten dürfen, wie es mit der CO2-Bepreisung aussieht und ob das aus Sicht der Bundesregierung alles und was aus Sicht der Bundesregierung alles die richtigen Methoden und Instrumente sind. Im Anschluss daran wollen wir nicht über den Unterschied zwischen Theorie und Praxis bloß reden, sondern wir wollen, dass Theorie und Praxis miteinander reden. Und wir freuen uns, dass wir Herrn Prof. Dr. Wolfgang Köck und Herrn Prof. Dr. Andreas Löschel gewinnen konnten, mit ihrem juristischen und ökonomischen Sachverstand diese Diskussion hier zu bereichern. Ganz besonders freuen wir uns, Herrn Stefan Czarnecki vom Regierungspräsidium Tübingen mit dem praktischen Wissen und den praktischen Vollzugsfragen, die auch in diesem ganzen Instrumentenkasten immer dranhängen, gewinnen konnten, hier aus Sicht des Landes die vollzugsrechtliche Perspektive mit in die Diskussion zu bringen. Leider musste Frau Christine von Hahn von der Aerobis AG aus familiären Gründen absagen. Damit ist uns nicht nur die einzige Frau auf dem Podium mit, sage ich mal, flöten gegangen, sondern wir mussten uns natürlich auch bemühen, kompetente Vertretung zu organisieren. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass Herr Dr. Michael Niese, Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Metalle, zu uns gestoßen ist, um hier in die Diskussion mit einzugreifen. Die besten Gesetze und die besten Regeln greifen nur dann, wenn sie auch bei den Menschen ankommen. Und was ist näher an den Menschen als die kommunale Ebene? Und deswegen auch hier die Freude darüber, dass es uns gelungen ist, jemand aus der kommunalen Ebene zu gewinnen und diese Perspektive mit in die Diskussion einzubringen. Frau Heute Blum, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetages Baden-Württemberg, wird heute hier sein und mit uns über diese sehr konkrete und lebensnahe Umsetzung des ganzen Themas zu reden. Und der Abschluss des heutigen Debattentages wird dann gekrönt, sage ich mal, von dem Panel mit Frau Ministerin Ursula Hein-Esser, die aus ihrem politischen Leben als Bundes- und aus Landessicht berichten kann, und natürlich mit dir, lieber Franz, Herr Minister Untersteller, damit zwei wirkliche mitten im Thema stehende Entscheidungsträger der politischen Ebene, die ihre Sicht hier einbringen werden. Frau Judith Skudelny, umweltpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion und passenderweise dann auch noch aus Stuttgart, wird die Perspektive des Bundestages einbringen. Und wir erwarten dann noch Herrn Dr. Lang, Hauptgeschäftsführer des BDI, und Herrn Olaf Tschimke, Präsident des NABU, damit zwei hochrangige Verbandsvertreter, die uns heute hier mit ihrer Sichtweise bereichern werden. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn Ihr Blutzuckerspiegel nicht so richtig absinkt. Und deswegen haben wir gedacht, wir
bieten ein bisschen was auch für das leibliche Wohl da draußen und rahmen damit auch die Möglichkeiten ein, für Sie sich ein bisschen zu stärken, aber auch eben die notwendigen Gespräche auf den Fluren zu führen und zu netzwerken. Und dann machen wir noch, glaube ich, zum Abschluss ein kleines Get-Together, was ja dann den Tag nach den anstrengenden Diskussionen dann auch würdevoll ausklingen lässt. So, und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass Frau Dr. Busse sich bereit erklärt hat, die heutige Veranstaltung zu moderieren. Ich darf Sie nochmal alle ganz herzlich willkommen heißen, freue mich, dass Sie alle da sind. Und jetzt darf ich Ihnen das Wort übergeben für die Moderation. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Karatzmann, herzlichen Dank. Ja, mir geht's ähnlich. Ich freue mich sehr, dass ich moderieren darf, weil ich mich 2 Jahre lang bei einer Recherche über Biodiversität damit gequält habe, dass wir perfekte Umweltziele auf allen Ebenen, UN bis auf die Länderebene haben und wir sie allesamt verfehlen. Und deshalb wünsche ich mir so sehr an diesem Abend Ergebnisse, wo wir sagen können, ja, damit kommen wir jetzt weiter. Das funktioniert besser, als es in den letzten Jahrzehnten funktioniert hat. Ja, und als Erstes freue ich mich auf Vorschläge und Ideen der parlamentarischen Staatssekretärin eines Ministeriums, was es noch gar nicht so lange gibt, nämlich erst seit 1986. So lange dachte man, man braucht gar kein Umweltministerium. Aber das ist gerade in meinem Empfinden, vielleicht auch nur im Wünschen dabei, zu einer Art Leitministerium für die gesamte Bundesregierung zu werden. Denn die Themen Klima und Umwelt werden immer wichtiger und müssen eigentlich wie ein Fächer über aller Regierungsarbeit stehen. Ja, deshalb begrüßen Sie eine überzeugte Baden-Württembergerin in Berlin, die parlamentarische Staatssekretärin des Bundesumweltministeriums, Rita Schwarzelö-Sutter. Schön, dass Sie da sind. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Ratzmann, sehr geehrter Herr Minister, lieber Franz Untersteller, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Kollege Herr Ratzmann hatte schon so eindrücklich gesagt, wir haben alle die Bilder vor uns. Aber es sind nicht nur die Bilder, die wir in der Zwischenzeit vor uns haben, sondern wir sind direkt betroffen. Wir spüren, dass es bei uns angekommen ist. Wir sind betroffen, wenn wir brennende Urwälder sehen. Aber wir spüren natürlich auch bei uns, gerade in diesem Sommer, wenn die Bäume braun werden. Und ich finde es ja nett, Frau Dr. Busse, wenn Sie sagen, naja, so ein junges Ministerium, aber immerhin schon über 30 Jahre alt, denke ich an meine Studienzeit zurück und im Schwarzwald, damals der saure Regen, braune Bäume, aber das, was wir heute sehen und wo wir direkt spüren können, das ist immens, was die Dürre und der Borkenkäfer in Baden-Württemberg für Auswirkungen hat. Wir sehen das bei Starkwetterereignissen auch in der Zwischenzeit bei uns. Und selbst dann, wenn wir unterwegs sind und die berühmte Windschutzscheibe im Prinzip fast keine Insekten mehr, keine Fliegen mehr an der Scheibe sind, dann heißt das nicht nur, dass wir eine saubere Scheibe haben, nett, sondern dass wir natürlich auch immens weniger Vögel, Singvögel haben. Und das sind die Dinge, die wir spüren, die uns auch betroffen machen und die viele Menschen beunruhigen. Und in diesem Sommer vor allem oder schon im Vorfeld, vor allem die Jugendlichen mit Fridays for Future haben uns nochmal ganz deutlich gemacht, dass es so nicht weitergehen kann und haben uns dazu gedrängt. Und es ist tatsächlich das Thema Klimaschutz nicht nur bei uns Umweltpolitikern, sondern mitten in der Gesellschaft angekommen. Es beschäftigt uns und das ist gut so. Alle junge Menschen, aber ich glaube auch mittlere, ältere, erwarten jetzt Lösungen, dass wir handeln. Und dass das jetzt so einen hohen Stellenwert hat, macht es nochmal deutlich. Wir haben es gestern in der Haushaltsrede oder in der Haushaltsdebatte gesehen. Es ist mitten überall angekommen, in der Gesellschaft, in der Politik. Es ist kein Randthema mehr, kein Orchideenthema, was nett ist, sondern es ist ein zentrales Thema, wie es mit unserer Gesellschaft, wie es unserer Wirtschaft, wie es mit unserem Planeten weitergeht. Und deswegen heißt es auch, wir können nicht nur darüber reden, sondern jetzt heißt es auch handeln. Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, macht es auch zum Ziel seines Klimagipfels jetzt im September. In den nächsten 2 Wochen beginnt der Klimagipfel in New York und es geht darum tatsächlich, dass wir jetzt die Klimaziele von Paris umsetzen müssen, dass wir jetzt handeln. Und natürlich heißt es auch, es gibt hier und da Zielkonflikte
Und seit jeher wird gestritten, inwieweit Umweltanforderungen dem Handlungsspielraum der Bürgerinnen und Bürger oder auch den Unternehmen Grenzen setzen dürfen oder vielleicht kann man sagen, Grenzen setzen muss. Umwelt und Wirtschaft, Umwelt und Verkehr, Umwelt und Landwirtschaft, gerade auch bei uns im ländlichen Raum, das sind ein paar klassische Zielkonflikte und manchmal kann man durchaus solche Zielkonflikte lösen und vielleicht ist die gefühlte Wahrnehmung manchmal stärker, als eine Lösung dazu beitragen kann und sie tatsächlich schlichten kann. Unbestreitbar hat die deutsche Umweltpolitik in den letzten Jahrzehnten große Erfolge erzielt. Und ich will es einfach auch nochmal sagen, weil es immer heißt, was hat sie denn gemacht, die Umweltpolitik, oder was hat die Politik überhaupt gemacht? Entscheidungen waren ja oft auch erst nach harten Auseinandersetzungen getroffen worden. Ich sage jetzt mal, das Bundesumweltministerium ist gegründet worden nach Tschernobyl. Das war der Anlass. Wir hatten dann den Ausstieg aus der Atomenergie 2002 unter Rot-Grün beschlossen. Es brauchte quasi noch Fukushima, um das tatsächlich auch in der Gesellschaft breit zu verankern. Es hat also einen recht langen Prozess gebraucht. Und wenn Frau Heinen-Esser nachher da ist, dann heißt es auch, man muss sich mit den Altlasten noch eine lange Zeit beschäftigen, auch mit einer Entscheidung auszusteigen oder zu verbieten, heißt es nur lange nicht, dass man alle Sorgen los ist, sondern dass man tatsächlich auch mit den Folgen umgehen muss. Aktive Umweltpolitik setzt eine gewisse Frustrationstoleranz voraus. Ich habe damals gedacht, 2002 aus der Anti-Atom-Bewegung kommen, Gott, ist es lang, bis man da tatsächlich aussteigt. Im Nachhinein muss ich sagen, war das ein guter Kompromiss, der hatte sich bewährt. Und es gibt auch positive Beispiele, wenn es manchmal etwas länger dauert. Wir haben dann die Nachhaltigkeitsstrategie in der Bundesregierung 2016 beschlossen und die sind für uns die Leitplanken, die Rahmenbedingungen. Und auch das wird beim Gipfel in den nächsten zwei Wochen nochmal mit dem Umweltschutz auch diskutiert. Und natürlich geht es da um die Umsetzung und auch um Verbote, Ködern oder manchmal auch Zahlen. Und bei dem überhaupt den Überblick zu behalten und der eigenen Politik auch einen klaren roten Faden zu geben, braucht es Leitlinien. Wo wollen wir hin? Wozu machen wir das? Welche Wege wollen wir einschlagen und mit welcher Haltung tun wir das? Denn x Prozent weniger CO2 oder y Gigawatt weniger Kohlestrom sind für sich genommen noch keine Visionen. Der Zweck ist zu erreichen, dass es den Bürgerinnen und Bürgern von heute, morgen und übermorgen besser geht. Und ich sage jetzt auch mal nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch unserem Planeten. Das heißt, dass jeder und jede in einer intakten Umwelt leben kann. Ich finde, das ist ein Recht auch von einem Menschen und auch von den nachfolgenden Generationen. Und das muss die Leitschnur unseres Handelns sein, auf politischer Ebene, aber auch in unserer Gesellschaft. Ein gutes Leben für alle, das mag vielleicht für den einen oder anderen erstmal ziemlich pathetisch und vielleicht auch etwas verkürzt klingen, aber ich glaube, man muss nochmal an das übergeordnete Ziel denken oder an eine Vision, wie können wir das gemeinsam dann auch umsetzen und mit Leben erfüllen und manchmal vielleicht auch mit Verboten. Sehr geehrte Damen und Herren, natürlich sage ich als Umweltpolitikerin, als Umweltstaatssekretärin, Umwelt- und Klimabelange müssen im politischen Entscheidungsprozess mehr Gewicht erhalten. Und ja, Sie haben es auch schon gesagt, Herr Ratzmann, ich war gestern schon froh bei der Haushaltsrede der Kanzlerin, dass sie das so in den Mittelpunkt gestellt hat. Ich glaube, das macht es nochmal deutlich, dass alle erkannt haben, da gibt es keinen Weg mehr dran vorbei. Jetzt sind wir gefordert und jetzt müssen wir auch handeln. Und natürlich gibt es das Ganze auch in Kombination mit Digitalisierung, das hat sie auch da in den Zusammenhang gestellt, was die Hauptaufgaben von uns ist, weil beides sind Megatrends und Mega-Herausforderungen. Und wenn wir sie nicht lösen, dann können die beide wie ein Brandbeschleuniger wirken und es geht richtig schlecht. Deswegen haben wir es jetzt noch in der Hand, die Richtung vorzugeben und entsprechend die Maßnahmen zu ergreifen.
Das wird es nicht zum Nulltarif geben. Es stellt sich die Frage natürlich, wer soll dafür bezahlen, wem werden Änderungen oder Einschränkungen auch abverlangt. Ich meine, wenn die Entscheidungen nachvollziehbar, sozial gerecht ausfallen, werden die Menschen es auch honorieren. Das ist gut gemeint oder vielleicht wenigstens akzeptieren. Im Gegenteil, ich wünsche mir auch, dass wir auch über die Kosten sprechen, die wir zu tragen haben. Und das wird es natürlich auch geben, das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Hat die einen eingangs über den Wald und die Forstwirtschaft gesprochen. Die Forstwirtschaft in Deutschland spürt es gerade extrem. Die Schäden sind immens. Und natürlich heißt das, wir können nicht weitermachen wie bisher. Das heißt, einmal brauchen wir einen Input oder auch Entschädigungszahlungen für die, die in der Forstwirtschaft jetzt große Verluste haben. Und wir brauchen aber auch für den Umbau im Wald entsprechende finanzielle Rahmenbedingungen und müssen auch da was auf den Tisch legen. Und wenn wir nicht nur daran denken, an die ökologischen Bereiche, nämlich dass der Wald eine CO2-Senke ist, dass er für eine Artenvielfalt steht, dann heißt es natürlich auch, es hat mit Wirtschaft was zu tun. Und das heißt, wir müssen auch in die Zukunft investieren. Es geht nicht nur darum, Kompensationen zu zahlen oder einen Waldumbau mit umzubauen, sondern es geht richtig um Investitionen. Nach welchen Maßstäben soll in der Umwelt- und Klimapolitik also entschieden werden? Für mich sind folgende Prinzipien wichtig. Erstens, die Bundesregierung hat sich in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie dazu bekannt, dass die planetaren Belastungsgrenzen eine absolut äußere Beschränkung für nachhaltiges Handeln bilden. Das ist die Leitplanke. Darüber hinaus können und dürfen wir nicht gehen. Das ist die Orientierungsgröße bei der Auflösung auch der Zielkonflikte zwischen Umweltschutz und anderen Belangen. Der zweite Punkt ist, Einschränkungen müssen sich vor allem an die Akteure richten, die auch die Verantwortung oder die Verursacher sind und die Verantwortung übernehmen müssen. Es gilt das Verursacherprinzip und deshalb ist es auch folgerichtig, dass bei den Maßnahmen zur Erreichung unserer CO2-Ziele, die derzeit im Klimakabinett beraten werden, die Bereiche Industrie, Verkehr, Landwirtschaft und Gebäude natürlich im Fokus stehen. Und ich habe mir vorhin gedacht, naja, wenn es um Verbote geht, sind ja schon ein paar diskutiert worden, ab 2030 zum Beispiel keine neuen Ölheizungen, dann denke ich mir, ja, es ist schon, man muss auch eine Planbarkeit, eine Planungssicherheit dann auf den Weg bringen können. Und das ist auch machbar. In diesem Kontext kurz auch zum Bestandsschutz. Für Unternehmen ist es eine wichtige Kategorie, dass sie Rechts- und Planungssicherheit haben. Und wir haben im Vorfeld mal so drüber gesprochen, es gibt das Gesetz, es gibt die Verordnungen. Man will die Gesetze nicht zu eng fassen, weil sie dann sehr schwierig sind. Man fasst sie breiter, dann gibt es Auslegungsschwierigkeiten. Jetzt bin ich keine Juristin, aber in der Zwischenzeit weiß ich auch, wie oft wir Klarstellungen brauchen. Ich nenne nur das Beispiel, lieber Franz Untersteller, wo wir uns letzte Woche unterhalten haben, zum Beispiel bei der Windenergie und bestimmte Klarstellungen, die wir brauchen, damit wieder investiert wird. Also es braucht eine Planungs- und Rechtssicherheit. Und es braucht ein Vertrauen dann auch darin, damit die Wirtschaft da auch investiert. Eine andere Frage in solchen Fällen sind die Übergangs- und Umstellungsfristen. Ich habe das eingangs mal so etwas flapsig gesagt, wie das sein könnte. Aber natürlich ist das für viele Bereiche wichtig. Wie kann ich mich umstellen? Und deswegen nehme ich gerade auch noch mal das Beispiel Ölheizungen. In 10 Jahren kann man sich umstellen, man kann sich vorbereiten. Das heißt nicht ab sofort, aber wenn ich eine neue Heizung brauche, wenn ich vor der Frage stelle, was baue ich nachher ein, dann ist es schon, dass ich mich auch orientieren kann, was kommt auf mich zu und wie kann ich es dann entsprechend auch umsetzen. Beim Ausstieg aus der Kohle gehen wir bekanntlich diesen Weg. Es hat einen Übergangszeitraum.
Und ich will dieses Beispiel durchaus nochmal in den Mittelpunkt stellen, weil gerade wenn man international auch unterwegs ist, kann das eine Blaupause, ein Best-Practice-Beispiel sein. Nämlich, wie man in einer Gesellschaft, in einer Kommission, pluralistisch besetzt, gemeinsam einen Bericht hat, der nachher in Gesetzesform gegossen wird, wo eine Akzeptanz da ist, wo man gemeinsam Strukturwandel gestaltet und wo man somit auch Akzeptanz schafft. Und so komme ich zum dritten Punkt automatisch, das ist soziale Gerechtigkeit. Es ist schon auch unsere Aufgabe als Staat, unsere Bevölkerung entsprechend Umweltbelastungen wie Lärm, Luft oder Wasserverschmutzung oder in dem Fall auch Treibhausgase, dass wir sie davor schützen. Und wir müssen uns auch ausdrücklich für die einsetzen, die an den vielbefahrenen Straßen wohnen und die vielleicht sich nicht ein Häuschen im Grünen leisten können und auch nicht dann entsprechend die Wege zur Arbeit haben, machen können, sondern wenn es gelingen soll, unsere Umweltprobleme, unseren Klimawandel zu stoppen, dann heißt es, es darf keine Nische sein, es darf kein Eliteprojekt sein, sondern es muss in der Mitte der Gesellschaft nicht nur ankommen, sondern Akzeptanz finden, Akzeptanz für Maßnahmen. Und sehr geehrte Damen und Herren, ein Dauerbrenner für uns in der Umweltpolitik ist natürlich auch, was ist die Wahl des richtigen Instruments oder welches Instrument aus dem Werkzeugkoffer greifen wir? Ist es bei dem einen Thema das Ordnungsrecht oder ist es vielleicht eher ein Anreiz? Hat das Ordnungsrecht ausgedient? Setzen wir mehr auf Freiwilligkeit? Was ist der Punkt? Der Punkt ist tatsächlich, was wirkt, was hat die größte Effektivität? Und wenn Handlungsbedarf besteht, macht es wenig Sinn, Maßnahmen zu ergreifen, deren Wirksamkeit zu lange dauert oder zweifelhaft ist. Ich möchte an dieser Stelle tatsächlich eine Lanze fürs Ordnungsrecht brechen. Nicht nur, dass so viele jetzt sich manchmal jetzt nach Ordnungsrecht sehnen, aber Ordnungsrecht kann eine klare Sprache sprechen, hat eine klare Ansage und gibt Regeln. Und dann kommt es natürlich auch auf den Vollzug an. Wenn der Gesetzgeber Gesetze macht, ist es toll. Ich sage immer, das ist ungefähr so, wie wenn eine Ampel rot ist. Alle wissen, dass man bei Rot nicht über die Ampeln fahren kann. Ich würde jetzt mal wetten, ohne statistische Überprüfung, dass an den Ampeln, wo es kein Blitzgerät gibt, doch mehr dann sehr spontan entscheiden, ob es denn dunkelrot war und es noch reicht, diese Ampel, diese Regel mal so individuell auszulegen. Ich sage jetzt gar nicht wie. Und deswegen ist der Vollzug ganz klar, das muss Hand in Hand gehen, nämlich das Ordnungsrecht und der Vollzug. Und jetzt komme ich nochmal zu den Unternehmen. Viele Unternehmen fordern klare Vorgaben aus Gründen der Rechts- und Planungssicherheit für ihre Investitionstätigkeit, denn sie wollen wissen, wie sie zukünftig wettbewerbsfähig sind, wie sie sich aufstellen können, wie das aussieht in den Märkten, auch vor allem mit Blick auf ihre Konkurrenz in Asien. Ich meine, bei staatlichen Schutzaufgaben sollten in erster Linie ordnungsrechtliche Lösungen das Mittel der Wahl sein. Dies lässt durchaus Raum für differenzierte Lösungen. So können wir beispielsweise Verbote in begründeten Fällen durch Ausnahmen ergänzen. Sind Verbote verlässlich absehbar und ihre Durchsetzung glaubhaft, dann ist es das sogenannte viel zitierte Level Playing Field. Und vielfach wird verkannt, dass ordnungspolitische Vorgaben Treiber für Innovationen sein können. Und ich glaube, das wurde auch noch mal ganz klar und deutlich jetzt. Allein nur mit Anreizen werden wir die Klimawende nicht schaffen, sondern es braucht tatsächlich auch dort Verbote, nämlich genau um Innovationen endlich in Gang zu bringen. Und sei es bei der Heizung. Ich denke jetzt mal nicht mal auch als Baden-Württembergerin natürlich an Verkehr, aber ich nehme jetzt, bleibe jetzt mal bei dem Beispiel. So, und jetzt komme ich eher zu dem Punkt, wenn wir Ordnungspolitik als klare Leitplanken, als klare Regeln, als Planungssicherheit, als Rechtssicherheit haben, was braucht es noch, um ködern zu können? Weil wir wissen alle, wer Kinder hat, weiß es sowieso, Verbote alleine sind manchmal schwierig. Man muss auch motivieren oder in dem Fall, man muss auch anreizen und ködern.
Und ökonomische Instrumente funktionieren auch ganz gut. Ich sage jetzt hier mal, der Zertifikatehandel hat in dem Instrumentenkasten einen berechtigten Platz gefunden. Wir sehen das Prinzip der Verknappung und der Preissteigerung, Gott sei Dank jetzt seit der Marktstabilitätsreserve funktioniert oder der Reform funktioniert der Reformhandel ganz, nicht Reform, der Zertifikatehandel ganz gut. Wir haben da auch Spielraum im Haushalt und es bewirkt schon auch, dass Innovationen auf den Weg gebracht werden. Auch staatliche Förderung kann einen äußerst wirksamen Beitrag zur Stärkung der Umwelt leisten. Und ich möchte gerne als Beispiel hier unsere nationale Klimaschutzinitiative nochmal darstellen. Und zwar nehme ich die nationale Klimaschutzinitiative gerne auch als Beispiel, weil es die anderen politischen Ebenen mit einbezieht, auch vor allem die kommunale Ebene. Wir stellen Mittel zur Verfügung, die Kommunen relativ gut unterstützen, zum Beispiel bei der Umstellung auf LED-Leuchten, schnelle Amortisation, würden sie vielleicht nicht machen ohne Anreiz und schnell umsetzbar, schnell spürbar. Und es hat auch eine Multiplikatorwirkung, eine Leuchtturmwirkung in der Kommune. Und so hat es diese Technologie einen raschen Einzug auch gehalten. Auch bei der künstlichen Intelligenz als Bundesumweltministerium sind wir auch da mit dabei, weil wir sehen, das kann uns beim Umweltschutz mithelfen, mit unterstützen und nach vorne bringen. Haben wir ein Förderprogramm jetzt aufgelegt, künstliche Intelligenz, wo eine rasche gute Nachfrage erzielt wurde. Auch das kann zum Retten unseres Klimas beitragen. Heißt also, bei der Anreizwirkung gehen wir über Förderprogramme, über Zuschüsse, über Darlehen, je nachdem. Und das hat sich bewährt. Bewährt sich also auch, muss nicht unbedingt ein Verbot sein, hat bei solchen Themen, wo es in diesen Entscheidungsebenen auch auf Wirksamkeit und schnelle Wirksamkeit und als Vorbildfunktion hat sich gut bewährt. Wir haben die NKI jetzt 10 Jahre am Laufen. Und das ist ein gutes Programm, läuft wie geschnitten Brot, insbesondere in Baden-Württemberg, wenn ich mir das angucke, wie viel Geld nach Baden-Württemberg im Vergleich zu den anderen Bundesländern fließen. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich noch einen Gedanken hinzufügen. Umweltfolgen menschlichen Handels machen nicht vor Staatsgrenzen Halt. Unser Konsum, unsere Exporte, unser Umgang mit Abfällen, ich sage jetzt hier nur Plastikmüll, tragen in anderen Erdteilen zur Vernichtung von Wäldern, zur Verschmutzung von Meeren, zur Kontamination von Luft und Böden sowie zum Anschwellen der Plastikflut eben bei. Effektiver Umweltschutz bedarf also auch internationaler Partner. Und deswegen ist es sinnvoll, dass Vorgaben zum Umweltschutz sehr weitgehend, vor allem erstmal auf europäischer Ebene und auch auf internationaler Ebene geregelt werden. Oft wird ja der Vorwurf erhoben, dass moderne Rechtsregelungen unverständlich und nicht praktikabel seien. Verständliche und vollzugsfähige Normen sind das Ziel, insbesondere auch dann, wenn man es umsetzt von europäischer oder internationaler in deutsches Recht. Und dann heißt es immer, macht es 1:1 und ja, nicht ambitionierter. Manchmal ist es ja ganz gut, aber manchmal wäre ein bisschen mehr Ambitionismus und mehr Mut ganz gut. Und als Folge gibt es gut durchdachte Regelungsentwürfe aus den Verwaltungen, von den Beamten, die sich wirklich viel Mühe machen und den Kopf zerbrechen und dann aber konfrontiert sind mit vielen guten Ratschlägen aus der Praxis und wir genau dann dazu kommen, Ausnahmeregelungen zu schaffen, dann wird es immer komplizierter und komplexer. Anwendung und Durchsetzung von Normen können dadurch erheblich leiden. Somit komme ich zu dem Punkt, grundsätzlich sind Regelungen dann erfolgreich, wenn es ein allgemeines Verständnis ihrer Zumutbarkeit und ihres gesellschaftlichen Nutzens gibt. Und dafür brauchen wir einen Austausch mit der Zivilgesellschaft und auch mit der Wirtschaft. Die Diskussion zu Demokratieverdrossenheit, Verschwörungstheorien und alternativen Fakten zeigen, staatliches Handeln muss
verständlich sein, es muss transparent sein, es muss nachvollziehbar sein. Der rote Faden muss ganz klar sein. Und dann müssen auch die Erfolge für die Allgemeinheit entsprechend sichtbar werden. Nicht nur sichtbar von uns dargestellt als Politiker, sondern wirklich sichtbar und spürbar. Genauso spürbar, wie Sie es eingangs gesagt haben, wie wir jetzt den Klimawandel erleben, müssen auch die Erfolge erlebt werden können und gespürt werden können. Sehr geehrte Damen und Herren, ein abschließender Gedanke gestatten Sie mir noch. Gesellschaft muss auf Gesetze vertrauen können, dass die geltenden Gesetze dann auch, wie gesagt, vollzogen werden können. Das ist Aufgabe der Bundesländer. Ich freue mich, dass Baden-Württemberg auch mit dieser Sommerakademie und mit diesem Thema aufgreifen und wir insgesamt gut mit den Ländern, zum Beispiel bei der OMK, zusammenarbeiten und wir uns schon auch überlegen, damit es nachher bei den Bürgerinnen und Bürgern auch gut ankommt, wie arbeiten wir zusammen und wie garantieren wir auch den Vollzug. Für Vollzug braucht man entsprechendes Personal. Und in den vergangenen Jahren, und zwar nicht nur in den letzten 10 Jahren seit der Finanz- und Wirtschaftskrise, sondern schon vorher, als wir nach der Wiedervereinigung, als Geld knapp war, die Arbeitslosigkeit hoch war und oftmals auch der Glaube ja da war, die Wirtschaft kann das ja sowieso alles viel besser, hat man bei den Verwaltungen durchaus massiv eingespart. Das fällt uns heute auf die Füße. Und wenn wir zu Verboten kommen, und die brauchen wir genauso wie zu den Anreiz zu den Ködern, auch da muss überprüft werden, ob der Köder passt, dann brauchen wir entsprechend auch Personal, Vollzugspersonal, damit wir am Ende des Tages erfolgreich sind und beim Bürger und bei den Bürgerinnen glaubhaft sind und dass auch unsere Demokratie eine Zukunft hat. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Schwarzelow-Sutter. Sie haben uns einen richtigen, langen, roten Faden gegeben, den wir gleich abarbeiten können. Nämlich nicht nur, welches von diesen Instrumenten wir uns hier gleich wahlweise aussuchen, sondern auch, was das alles impliziert und was wir alles mitdenken dürfen. Also Dankeschön für den komplexen Blick, den wir jetzt schon einmal auf die Fragen geworfen haben. Hinter jedem Instrument, was wir aussuchen, hängen eine ganze Menge Folgen und die gesellschaftliche soziale Akzeptanz in Zeiten von Verschwörungstheoretikern. Ja, ist noch nicht so leicht zu lösen. Ja, wie das nun gehen kann, wollen wir jetzt in einem wunderbaren Experiment diskutieren, nämlich Theorie in der Real World, in der echten Welt von Unternehmen und von Vollzugsbeamten, also Verwaltungsbeamten abgleichen. Und für dieses tolle Experiment Wirtschafts-Umweltrechtstheorie trifft auf Praktiker, die sagen müssen, was es bedeutet und wie wir dann bitte schön zu einer Lösung kommen, bitte ich jetzt einen Professor für Ressourcenökonomie nach vorne. Er lehrt an der Universität Münster. Er ist aber auch Vorsitzender der Expertenkommission für den Monitoringprozess Energie der Zukunft. Er ist Berater für die Europäische Kommission, für gefühlt 20 andere und präsent überall, wo man in sich denken kann, in Fragen Ressourcenökonomie. Wie kann es denn gehen? Professor Löschel, diesen Platz haben wir für Sie vorgesehen. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Einmal Applaus bitte für Herrn Löschel. Und wir diskutieren mit einem sehr erfahrenen Umweltjuristen und sehr gefragten Umweltjuristen. Der leitet die Abteilung für Umwelt- und Planungsrecht am renommierten UFZ, am Ressourcen-Helmholtz-Institut für Umweltforschung in Halle, die immer wieder mit guten Vorschlägen in die Debatte einsteigen. Und wir sind ganz gespannt, was Sie mitgebracht haben. Professor Dr. Wolfgang Köck, herzlich willkommen. Als Vertreter der Wirtschaft, haben Sie ja schon gehört, hätte ich Ihnen jetzt eigentlich Marie-Christine von Hahn vorstellen sollen, die für Aurubis gesprochen hätte, einen der weltweiten größten Kupferhersteller, der in Deutschland produziert. Es ist also nicht Versäumnis der Veranstalter, wenn wir hier ein Männerpodium heute haben. Frau von Hahn musste leider kurzfristig absagen. Aber sie schickt einen sehr kundigen Vertreter, der nämlich nicht nur über Kupfer sprechen kann, sondern über Metalle insgesamt und Umweltschutz. Und das ist der Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Metall, Dr. Michael Niese. Schön, dass Sie eingesprungen sind.
So, von Verwaltung und Vollzug war schon die Rede und auch von den abgeschmolzenen Personalbeständen. Trotzdem war es möglich, dass das Regierungspräsidium Tübingen heute einen Abteilungsdirektor hat nach Berlin reisen lassen. Er ist der Referatsleiter für die Überwachung eigentlich von allem, was nicht Lebensmittel sind in Tübingen, also für Baden-Württemberg natürlich. Und er hat einen ganz klaren Blick auf Umweltpolitik aus dieser Vollzugs- und Verwaltungsperspektive. Stefan Janecki, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, wir wollen mit den Wissenschaftlern beginnen, mit der Theorie und dann den Abgleich mit der Praxis machen. Herr Köck, als Umweltjurist, da sind Sie auf dieser Seite, als Umweltjurist, Sie haben eben gehört, was Frau Schwarze-Lösutte uns quasi beauftragt hat, auf den Weg gegeben hat, dass die Verbote nicht nur wirken müssen, Planungssicherheit erreichen müssen, dass sie akzeptiert sein müssen. Aus diesem Kodex, aus diesem Vorschlag der Landesvertretung verbieten, ködern, zahlen. Welches Instrument holen Sie sich daraus? Welches ist das wirkungsvollste? Was brauchen wir, damit jetzt Umweltschutz gelingt, wo die Zeit eilt? Ja, die Antwort darauf muss natürlich lauten, es kommt darauf an, nicht um welches umweltpolitische Problem es geht. Denn kein Instrument passt für alle Probleme und insofern muss man sehr genau gucken, welches Problem man hat und welches Problem man lösen will. Und dann kann man das entsprechende Instrument dafür finden. Als Jurist bin ich natürlich gewissermaßen schon der Meinung, dass es einen klaren Rechtsrahmen dafür braucht. Und dass wir, wenn es jetzt um komplexe Umweltprobleme geht und der Klimawandel und die Politik zur Bekämpfung des Klimawandels ist sicherlich ein sehr komplexes Feld der Politik. Da brauchen wir vor allen Dingen zunächst einmal eine klare Zielorientierung. Das ist das Erste. Wir müssen uns Ziele setzen. Die Ziele, können wir nun sagen, haben wir, nicht wahr? Wir haben Ziele international festgelegt. Wir haben Ziele europäisch festgelegt. Das ist übrigens auch noch mal ganz wichtig, sich klarzumachen. Wir sind hier ein Land, wir sind Deutschland. Wir sind verantwortlich für 2-3% der Klimagase, die in die Atmosphäre getragen werden. Das Klimaschutzproblem ist das Problem des Klimawandels ist ein globales Problem und kann auch nur global gelöst werden. Also müssen wir auch schauen, auf welcher Ebene denn eigentlich hier Zielsetzungen und auch Maßnahmenprogramme zu verabschieden sind. Und nur um einmal eine Zahl zu nennen, die Umweltpolitik wird heute schon zu etwa 80% in der EU gemacht. Das, was noch sozusagen in nationaler Autonomie ist, ist da nur noch ein kleiner Teil. Das heißt, auch das, was wir tun in unserer Klimapolitik, ist letztendlich auch ein Ausdruck dessen, was europäisch schon verankert ist und festgelegt worden ist. Ich habe von der Zielorientierung gesprochen. Und wenn man eine Zielorientierung hat und mit Blick auf die Klimapolitik braucht es Langfristziele, dann braucht es darüber hinaus eine Programmierung. Denn wenn ich Ziele habe, muss ich Programme machen und muss mir überlegen, wie kann ich diese Ziele erreichen. Und bei den Programmen nun wiederum, da kann ich mir dann überlegen, ob ich ein ordnungsrechtliches Instrument setze, also beispielsweise ein Verbot, oder ob ich mit Anreizinstrumenten, Mengensteuerung, wie das der Zertifikatehandel, oder ob ich mit Preisinstrumenten, wie der berühmten CO2-Steuer, die seit einiger Zeit wieder diskutiert wird, arbeite, oder ob ich mit einer Förderpolitik arbeite. All das steht zur Verfügung. Und jetzt will ich nur sagen, bei einem so komplexen Problem wie dem Klimawandel werden wir wohl kaum sagen können, dass ein Instrument hier gewissermaßen den Königsweg bereitet, sondern hier würde ich doch für einen Policy-Mix plädieren wollen, wo wir es auf das abgestimmte Einsetzen verschiedener Instrumente ankommt. Ein kurzes Beispiel will ich dazu nennen aus dem Bereich der erneuerbaren Energienpolitik. Die erneuerbare Energienpolitik haben wir ja auch durch einen solchen Mix bewirkt. Wir haben gesagt, ab jetzt soll jeder, der in erneuerbare Energien investiert, soll, das war der Anfang, eine feste Vergütung dafür bekommen. Es soll sich also lohnen, zu investieren in erneuerbare Energien. Das Recht hat ihm einen prioritären Zugang zum Netz, zum Stromnetz gegeben.
Das war eine rechtliche Regelung. Dadurch konnte die Investition sich auch lohnen, weil jemand, der eine Windenergieanlage hinstellt, der konnte eben auch sicher sein, dass er bevorzugt ins Netz gelassen wird. Und ordnungsrechtlich hat man das Ganze dadurch flankiert, dass man gesagt hat, Windenergieanlagen sind privilegierte bauliche Anlagen im Raum und sie können im Prinzip überall aufgestellt werden. Also brauchte es auch gewissermaßen der Anpassung des Bauplanungsrechts und des Bauordnungsrechts, um sicherzustellen, dass derjenige, der Windenergieanlagen baut und damit erneuerbare Energien zur Verfügung stellt, die für den sozusagen Klimaschutz gut sind, dass die auch tatsächlich im Raum auch gebaut werden können. Und das zeigt schon, dass hier ein Zusammenspiel verschiedener Instrumente wirken muss, damit die Dinge auch greifen. Ein Instrument für sich alleine wäre ins Leere gelaufen. Ich glaube, das ist klar geworden. Policy Mix und mit steigender Komplexität und steigender Ebene, globale Probleme, globale Lösungen und ein Policy Mix, der auf verschiedenen Ebenen greifen muss, erstmal soweit. Ich würde, Herr Löschel, ich würde Sie gerne fragen. Ich habe das Gefühl, wir erleben so ein bisschen so eine Renaissance von Ordnungspolitik. Ich erinnere mich noch vor einigen Jahren an Diskussionen, wo man Vorschläge gemacht hat, auch hier bei den Sommerakademien, ja schon, könnte man das nicht mal endlich verbieten? Oder eigentlich, das wäre ja Ordnungspolitik, das Ende der Diskussion war, weil es einfach so unbeliebt war. Jetzt hat heute der Ministerpräsident Kretschmann gesagt, er tritt wieder an und Klimawandel braucht klaren ordnungspolitischen Rahmen. Frau Schwarze-Lösutte hat eben gesagt, Ordnungspolitik ist ein ganz wichtiges Standbein. Erleben wir eine Renaissance von, ja so banal es klingt, mal einfach mal klaren Verboten und Rahmensetzungen. Und wir erleben, dass die Ökonomen, Sie blicken ja als ein Ökonom auf einen Markt, der ja entweder durch engeres oder weiteres oder nicht vorhandenes Ordnungsrecht geleitet wird. Ich bin gespannt auf Ihre Einschätzung. Ja, also ich erstmal denke ich, auch die Ökonomen sind eigentlich überzeugt davon, dass der Ordnungsrahmen stimmen muss. Also da, also ich sage mal, der Ordnungsrahmen ist ganz wichtig. Frau Schwarze-Lösutte, die kommt ja aus Freiburg. Da ist, glaube ich, oder hat dort studiert. Da ist der Otto-Liberalismus eigentlich erfunden worden, sozusagen mit Walter Eucken und so weiter. Und da geht man eigentlich von aus, dass der Staat eben den richtigen Rahmen tatsächlich schaffen muss, in dem dann der Markt auch funktionieren kann. Und die Frage ist, was schafft der Markt eben so einfach nicht. Und da haben wir ein paar Bereiche, die offensichtlich schwierig sind. Also wir sprechen viel über Klimaschutz. Es ist eben ein globales öffentliches Gut. Das klappt nicht einfach so, dass das angegangen wird. Aber es gibt auch ganz viele andere Punkte. Forschung und Entwicklung, Luftverschmutzung, Staus in Städten. Also überall gibt es Dinge, wo der Markt eigentlich so nicht ganz gut funktioniert. Und da kann man sich dann überlegen, was sind eigentlich gute Instrumente, um das tatsächlich anzugehen. Und dabei gilt eben bei den Instrumenten aus der ökonomischen Sicht so viel Marktwirtschaft wie möglich und so viel Ordnungsrecht wie nötig. Und das haben wir gerade ja auch gehört, wenn es natürlich um Schutzrechte geht zum Beispiel, ist klar, dass da hier die marktliche Lösung nicht sinnvoll ist. Aber wenn Flexibilität möglich ist bei der Zielerreichung, wenn wir also uns erlauben können, eben nicht Punktlandungen zu machen, sondern hier Flexibilität zu erlauben, zum Beispiel, weil wir eben schwere Einschätzungen haben über die Belastungen, die auf den Einzelnen zukommen. Das war das Beispiel der Ölheizung gerade. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Situationen, in denen sich die Einzelnen befinden. Und man muss sich dann natürlich fragen, wie unterschiedlich sind die und werden die eben dann über Ordnungsrecht über den gleichen Kamm geschert und was bedeutet es denn für den eigenen, bis hin zu Fragen des Kohleausstiegs, wo es ja auch darum geht, welches Kraftwerk geht jetzt eigentlich wann wo raus. Wenn wir das alles gut wissen oder diese Heterogenität nicht besonders hoch ist, ja, dann kann das auch die Politik machen. Dann kann die einen Kohleausstiegspfad machen im Endeffekt oder eine Gesetzgebung machen. Immer wenn das nicht so klar ist, dann lohnt es sich eben, den Markt als Entdeckungsverfahren auch zu nutzen unter einem festen Rahmen. Und ich glaube, das ist eben die Herausforderung, das auch immer wieder auszuleuchten. Wo kann man eben diese Flexibilität zuordnen und wo eben auch nicht, um dann eben zu sagen, eben wenn es geht, zahlen lassen,
Ja, Ködern haben wir auch nicht so arg gute Erfahrungen, wenn ich mal ehrlich bin, in vielen Bereichen, weil das natürlich dann oft auch ökonomisch belastet ist mit Mitnahmeeffekten, Rebounds und so weiter, muss man auch sehen. Ne? Und was überbleibt, da wird man auch ordnungsrechtlich dann nochmal drüber nachdenken müssen. Aber ich glaube, man kann hier schon eine Wertigkeit auch aufstellen, die aus meiner Sicht eben versucht, die Märkte da vorne heranzubringen. Und Sie haben gesagt, es wird so ein bisschen zurückgedreht in letzter Zeit. Das kommt natürlich auch von dem Gefühl, dass wir hier eine Notsituation haben, die eben schnelle Entscheidungen auch nach sich ziehen muss. Aber auch da gilt, ne, wir sehen, dass häufig ordnungsrechtliche Eingriffe eben diese schnellen Entscheidungen auch nicht gebracht haben. Ich darf nur erinnern, im Verkehrsbereich, ne, steigen die Emissionen immer weiter, ne, obwohl eigentlich die meisten Beobachter davon überzeugt sind, dass die Flottengrenzwerte wahrscheinlich der effektivste Hebel bisher waren, die Emissionen in dem Bereich zu reduzieren. Trotzdem, na, haben sie nicht geholfen, tatsächlich Emissionen so zu senken, wie wir das eigentlich vorstellen. War da nicht das kleine Detail entscheidend, dass der Emissionsgrenzwert pro Gewicht war und nicht pro Fahrzeug? Also war das da nicht die Ausgestaltung? Das ist natürlich dann die Ausgestaltungsfrage, ja, ne? Aber das stellt natürlich noch ganz andere Probleme, ne? Ja. Weil das kommen sie dann eben genau in die Dinge, die eben dann ökonomisch alle geregelt werden würden, ne, wenn man eben hier eine hohe Bepreisung hätte, ne, die aber juristisch dann natürlich ausgehebelt werden können, wenn man das schlecht designt. Was ich sagen will ist, wenn es darum geht, tatsächlich sowas wie Obergrenzen auch zu schaffen, dann gibt es natürlich auch ökonomische Instrumente, die das machen. Ne, wir hören ja gerade Diskussionen über den Emissionshandel. Ja, der muss eben dann richtig ausgestaltet werden und entsprechend stringent auch durchgezogen werden. Aber das ist nicht so, dass marktliche Instrumente das nicht an sich leisten könnten. Ich würde gleich da Sie beide noch mal weiterfragen, weil ich möchte gerne Herrn Niese und Herrn Czarnecki einmal in die Diskussion einbringen, weil nämlich die spannende Frage ja bleibt. Sie haben da jetzt ganz klar beschrieben, so kann das geregelt werden. Es ist komplex, es braucht einen Mix und das sind Möglichkeiten, die gehen. Wir haben aber ja im Moment, stellen wir ja einfach ein Ziel Versagen fest. Wir haben alle Umweltziele im Prinzip verfehlt und wie Sie es gesagt haben, es ist eine Notsituation. Also irgendwas muss noch an dem, was jetzt vorliegt, was wir kennen, untersucht haben, muss noch anders werden. Aber Herr Niese, ich würde Sie gerne einmal fragen, nämlich als jemanden, der Sie haben, bevor Sie bei der Wirtschaftsvereinigung Metall waren, auch lange für die Norddeutsche Affinerie, also das, was heute Aurubis ist, gearbeitet. Sie kennen sich aus mit Kupfer, mit anderen Metallen und das sind alles Rohstoffe ohne jede regionale Bindung, Weltmarktprodukte. Das heißt, wo immer Sie als oder Ihre Unternehmen agieren, geht es um Weltmarktpreise und um Standards, die national nur schwer geregelt werden können. Alles, was in Europa hier in Sachen Kupfer, Stromverwendung geschieht, macht es auf dem Weltmarkt nochmal richtig kompliziert. Von diesem globalen Weltmarktblick betrachtet, wie schätzen Sie diese Debatte ein, dass wir etwas ändern müssen, dass wir dringend andere Regeln brauchen, um unseren Enkeln noch ein Überleben zu ermöglichen, dass sie aber andererseits als Unternehmen natürlich auch ökonomische Interessen haben, die nicht unbedingt nach CO2-Bepreisung rufen, vermute ich mal. Herr Niese. Vielen Dank, Frau Busse, für diese umfangreiche Frage. Ja, Sie haben es ja schon ausgelegt. Also wir sind natürlich noch ein bisschen in einem etwas anderen Koordinatenkreuz unterwegs. Ja, und klar, der globale Wettbewerb ist da. Der beantwortet aber auch nicht jede Frage, das will ich ganz offen sagen. Wir haben nur ganz oft die Herausforderung, wenn über Regulierung nachgedacht wird und dann streiten wir uns relativ selten mit den politischen Entscheidungsträgern, ob die Ziele in die richtige Richtung gehen. Manchmal streiten wir uns über, ob die Zielhöhe angemessen ist, aber wir streiten uns immer über Instrumente. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Instrumente, die möglicherweise aus der juristisch-theoretisch oder ökonomisch-theoretischen Sicht und, muss man auch fairerweise dazu sagen, einer politischen Entscheidungslogik, ja, das darf man bitte nicht vergessen, als die richtigen Instrumente erscheinen oder die richtige Ausgestaltung erscheinen, dann nachher in der marktlichen und betrieblichen Praxis eine sehr große Anzahl, und ich behaupte das mal, so ist es auch, ungewollter, negativer Effekte auslösen. Ja? Weil ich immer erstmal unterstelle, wenn die Politik ein Phänomen regulieren möchte, dann macht sie das, weil dort negative Auswirkungen sind,
weil sie die in den Griff bekommen will, weil sie letztendlich, wie die parlamentarische Staatssekretärin das gesagt hat, weil es darum geht, das Leben der Menschen besser zu gestalten und nicht, weil sie irgendeinem Unternehmen Steine in den Weg legen möchte. Diese Vermutung wird natürlich etwas dünner, immer dann, wenn es gleich in Richtung Verbote geht. Also ich bin mehrmals zusammengezuckt bei dem Impuls, weil ich habe nicht gezählt, aber ich glaube, das Wort Verbote kam ziemlich häufig vor. Und in der Praxis, jedenfalls in der Grundstoffindustrie, ist so ein Verbot eine wahnsinnig knifflige Angelegenheit. Ja? Also bei uns wir erzeugen ja letztendlich, wenn wir jetzt Kupfer oder Aluminium oder Zink erzeugen, wir erzeugen ja ein chemisches Element, möglichst in seiner reinsten Form. Da gibt es Begleitstoffe. Und wenn man jetzt anfängt, über die Umweltregulierung, über die Stoffpolitik einen Begleitstoff so hart zu regulieren, dass es faktisch einem Verbot gleichkommt, dann haben wir schlicht und ergreifend ein Problem. Weil entweder suchen wir dann nach einem Substitut, das funktioniert möglicherweise in der organischen und auch anorganischen Chemie relativ gut. In der Metallindustrie funktioniert es in der Regel nicht so gut. Wir haben sozusagen weniger Spielmöglichkeiten mit den Elementen, die wir haben. Können Sie das am Beispiel vielleicht sagen, damit wir uns vorstellen, welches Beiprodukt vom Kupfer überhaupt in der Diskussion ist? Ja, also ich sage mal, das beliebteste Element der politischen Diskussion ist aktuell, glaube ich, Blei. Und auf der Welt, nur mal damit alle das so wissen, auf der Welt werden aktuell ungefähr 10 Millionen Tonnen Blei hergestellt. Blei wird hauptsächlich weltweit für Starterbatterien in Autos verwendet. Und es wird auch bei einer anderen Form der Mobilität, die stärker auf Elektrifizierung setzt, muss ja nicht batterieelektrisch sein, wird die Starterbatterie aus Blei ihren Platz haben. Da arbeiten wir inzwischen aber mit Ausnahmen. Ne? Also es ist verboten und die Ausnahme wird dann 5 Jahre ausgesetzt. Das ist eine Planungssicherheit, die aus Sicht der Industrie sehr schwierig zu bewerten ist. So, wenn man jetzt aber nicht nur sozusagen Blei innerhalb von Elektrogeräten verbietet und dann wieder mit Ausnahmen zulässt, sondern wenn man den Stoff Blei reguliert, dann haben wir, um es mal kurz anzureißen, sehr große Probleme im Recycling von Metallen. Blei ist heutzutage, das macht ja gerade seine negative Umweltwirkung aus, ein Stoff, der mehr oder weniger überall vorhanden ist. Und wenn wir jetzt Blei in Altmetall oder in metallhaltigen Abfällen und Reststoffen in die Werke reinnehmen, um daraus neue Metalle zu schmelzen, dann ist natürlich häufig dort Blei in einer höheren Konzentration vorhanden, als wir es heutzutage gewohnt sind, neu in Produkte reinzubringen. Und dann müssen wir damit umgehen. Ja? Und schlicht und ergreifend zu sagen, Blei geht gar nicht mehr, würde uns von einer ganz wichtigen Rohstoffquelle, nämlich dem Metallrecycling, im Zweifel abschneiden. Das ist ein guter Übergang zu dem, der sich mit Verordnungen auskennt, wobei ich aber glaube, dass die Existenz von Blei jetzt auch noch nicht als Verbot geplant war, sondern vielleicht sowas wie Blei da, wo es in Kontakt mit Menschen kommt oder in Trinkwasserrichtlinien. Nein, das, wir wollen ja bei den echt real geplanten Verboten bleiben. Über Trinkwasser können wir gerne gleich nochmal reden, genau. Welche Auswirkungen das hat. Okay, so, aber Herr Czarnecki, da Sie sich auskennen, Sie haben sozusagen 90 Verordnungen, habe ich mir erklären lassen, vor sich liegen und eine ganze große Vielfalt von Non-Road Mobile Devices, sowas wie Motorsägen, Laubsägern, aber auch allem eigentlich, was nicht Lebensmittel sind, auf dem Tisch quasi. Sie ziehen Proben, gleichen das mit 90 Verordnungen ab und müssen dann gucken, das passt, das nicht. Da geht es um Produktsicherheit, aber eben auch um Umweltfragen. Wir haben jetzt gerade an dieser Stelle gehört, das ist sehr komplex, ein solches Verbot, weil es in den Abläufen von großen Unternehmen mit viel Arbeitsplätzen möglicherweise entscheidend, dass das ökonomische Gleichgewicht verändern könnte. Aber Sie haben eben viel Erfahrung mit diesen Verordnungen. Wie kann ein Ordnungsrecht, wie können solche Verordnungen gestaltet sein, dass sie wirklich helfen, ohne diese Kollateralschäden zu bringen oder nur die gewünschten? Wie ist Ihre Erfahrung, Herr Czarnecki? Ja, also vielleicht, Sie müssen gut durchdacht sein. Das ist eine ganz einfache Antwort zunächst mal. Und sind Sie das zurzeit? Also es ist so, dass man natürlich sagen muss, so eine Verordnung ist für uns dann gut durchdacht, wenn sie klar ist, also wenn sie klare Anforderungen stellt, wenn wir wissen, was wir tun müssen, wenn wir entscheiden können, ist das jetzt eingehalten oder ist es nicht eingehalten. Wir selber machen sie ja nicht, wir führen sie aus.
Sie haben dann immer eine gute Wirkung, wenn Sie auch einen guten Grund haben, also sprich, wenn Sie durchdacht sind. Es wird immer die Frage gestellt, wieso bei mir? Also das heißt, es muss eine Gesamtlogik dahinter stecken. Das macht es dann für den Vollzug einfacher, wenn Sie logisch sind und wenn das dann auch begründbar ist, was wir tun. Ich meine, diese 90 Verordnungen, also wir machen Marktüberwachung in Tübingen, einfach um das mal kurz zu sagen, das hat in erster Linie mit Verbraucherschutz und mit Wettbewerbsgerechtigkeit zu tun, geht mehr um Sicherheitsfragen. Wir haben aber auch drei Verordnungen aus dem Umweltschutz mit im Boot, da geht es um Maschinenlärm, da geht es um die Emissionen von handgeführten Maschinen, also wenn ein Verbrennungsmotor drin ist, also Laubsauger, Laubbläser, was Sie von zu Hause vielleicht auch kennen, und es geht um die Kraftstoffqualität. Und wenn ich jetzt so einen Eindruck schildern darf, die Verordnungen sind halt auch immer wieder mit einem Haufen Auslegungsfragen korreliert, die wir klären müssen. Und dafür haben wir Gott sei Dank in Baden-Württemberg auch das fachkundige Personal in dem Bereich. Das ist ein großer Segen und da sind wir auch froh drum, weil man die Sachen dann einfach bedarfsgerecht auslegt. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Sind die Verordnungen, ich fand es interessant, dass Sie gleich gesagt haben, ist dann die Verordnung, da sind dann die und die Ausnahmen da drin. Und natürlich ist klar, dass bestimmte Branchen bestimmte Ausnahmen erwarten, aber ich stelle mir vor, wenn ich eine Verordnung habe, die ganz viele Ausnahmen hat, dann macht es das. Dann wird es vollzugsaufwendiger. Also es gibt Verordnungen, da gibt es eine Grundregel und 12 Ausnahmen dazu. Und die bilden halt Branchen ab. Also Branchen, die sich zu Wort melden, wenn solche Verordnungen so gemacht werden. Natürlich mit dem Argument, bei uns sieht die Situation anders aus in unserer Branche. Und das versucht der Gesetzgeber irgendwo einzubauen. Was man wissen muss, das ist dann einfach sehr aufwendig, im Einzelfall immer eine Lösung zu finden. Aber da sage ich natürlich, wir sind Techniker und das ist unser Metier. Also von daher, es ist auch mein Arbeitsplatz, der da dran hängt. Ach, Sie möchten jetzt, Moment, Sie wollen diese Ausnahmen haben, diese komplizierten Auslegungen damit, okay, gut. Also muss ich zumindest sagen, damit beschäftige ich mich täglich auch mit der Auslegung von Vorschriften. Klar. Okay, und das machen Sie so gerne, dass Sie es nicht einfacher wollen. Würde ich jetzt nicht sagen, weil wären Sie klarer, könnten wir mehr erreichen, das ist auch klar. Also umso klarer die Vorschrift ist. Ich reiß mich da nicht drum, weil es gibt genügend Aufgabenfelder im Bereich Sicherheit und Verbraucherschutz. Aber klar, das macht es auch manchmal spannend im Dialog dann mit der Wirtschaft. Ich würde gerne in den Dialog treten, vor allen Dingen auch mit der Wissenschaft, die da sagen könnte, wie das denn gehen könnte. Denn natürlich haben Branchen unterschiedliche Ausnahmen, aber eine Grundregel mit so vielen Ausnahmen, wie es Branchen gibt, scheint mir danach auch zu eignen, zu sagen, wir regeln jetzt etwas, aber für alle, die es wirklich betrifft, machen wir so viele Ausnahmen, dass das eigentlich wie so ein Aktionismus hinterher wirkt. Sehe ich das zu pessimistisch, Herr Köck oder Herr Löschel? Manche Probleme kann man sozusagen noch nicht vollständig durchdenken, wenn man sozusagen erste Lösungsansätze entwickelt. Und deswegen müssen Instrumente, die man nutzt, immer auch wieder auf den Prüfstand gestellt werden und nachjustiert werden. Bei manchen Problemen hat sich der Gesetzgeber gleich überlegt, dass man noch nicht alle Konstellationen im Stadium der Rechtsetzung vollständig sozusagen durchdacht hat. Und dann macht man eben eine Ausnahmevorschrift und sagt, bei überwiegenden öffentlichen Interessen kann das auch so und so sein. So ist zum Beispiel die Politik bei der Wasserressourcenbewirtschaftung. Nicht? Wir müssen ja nach europäischem Recht gute Gewässerzustände erreichen. Für alle Fließgewässer, für alle Seen, für die Grundwässer. Und trotzdem kann es Situationen geben, wo wir sagen, dass eine Nutzung, auch eine Wassernutzung oder eine Landnutzung, die mit Effekten auf das Wasser verbunden ist, von so überragender Bedeutung ist, dass wir für bestimmte Abschnitte eines Gewässers dann sagen, dann kriegen wir hier eben nicht den guten Zustand. Und dafür hat das Recht gewissermaßen eine Vorsorge getroffen und hat gesagt, man kann auch sich auf Ausnahmegründe berufen. Diese Ausnahmegründe sozusagen sind dann manchmal etwas unspezifisch gefasst, also zum Beispiel überwiegende öffentliche oder zwingende öffentliche Interessen, die dem dann entgegenstehen. Und das muss man dann füllen. Ein Beispiel aus dem Naturschutz, Artenschutz. Es gilt das Tötungsverbot. Keine dieser 400 und noch was
europäisch geschützten Arten darf mutwillig getötet werden oder darf zurechenbar, durch zurechenbares Handeln getötet werden. Trotzdem kann es Situationen geben, wo wir sagen, hier muss das aber mal sein. Wir haben die Debatte um den Wolf etwa. Der Wolf, der die Schafe reißt. Und wir fragen uns immer, wann darf man einen Wolf schießen? Unter welchen Voraussetzungen darf man ihn schießen? Und natürlich sind das dann Ausnahmemöglichkeiten, die das Recht schon bereithält. Und damit reagiert das Recht ja ein Stück weit auf Situationen, die in der Rechtsetzung und auch in der Durchführung eines Gesetzes noch nicht sozusagen im Detail erkannt werden konnte. Oder ist es anders? Wir haben ein Recht, das durch Lobbyisten, die das im Detail erkennen, solche Formulierungen bekommt, damit man es unterlaufen kann? Also vielleicht gerade, weil Sie gesagt haben... Das gibt es auch. Das gibt es auch. Das finde ich jetzt eine spannende Frage, zu der ich Sie frage. Ja, also das sind aber zwei verschiedene Dinge. Ich möchte beide Themen noch mal gerne beantworten. Artenschutzrecht heißt ja, man darf geschützte Arten nicht töten, aber die Praxis der Landwirtschaft hat durch viele Studien auch aus Ehrenhause oder in Senckenberg, also viele, viele Studien gezeigt, dass die sogenannte reguläre, fachliche, gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, die genauso rechtens ist, das aber sehr wohl unterläuft. Also da gibt es ja verschiedene Verordnungen gerade, die im Ergebnis dazu führen, dass wir Umweltziele nicht erreichen. Wie kommen wir da raus? Kann der Markt da helfen, Herr Löschel oder Herr Köck? Also bei der guten fachlichen Praxis kommen wir dadurch schon daraus, dass wir einfach mal klar und rechtsverbindlich definieren, was gute fachliche Praxis eigentlich ist. Das haben wir immer noch nicht getan. Wir haben das zum Teil ein wenig konkretisiert, aber nur in Form von allgemeinen Grundsätzen. Und diese Grundsätze, das hat uns das Bundesverwaltungsgericht vor 3 Jahren in ein Urteil hineingeschrieben, sind jedenfalls noch nicht so weit sozusagen spezifiziert, dass man sie als ein klares Geh- oder Verbot erkennen kann. Und deswegen folgt aus dieser guten fachlichen Praxis erstmal so gut wie gar nichts. Da würde ich erstmal sagen, bitteschön, macht es konkret, damit der Landwirt weiß, was er darf und was er nicht darf. Dann kommen wir natürlich an den Punkt, wo es schnell kitzlig wird, nicht? Denn wo wir wirklich verlangen müssen von den Landwirten, dass sie gewissermaßen Rücksicht nehmen auf die Umwelt, was im Moment ordnungsrechtlich relativ wenig adressiert ist. Adressiert ist der Landwirt nicht so sehr über das Ordnungsrecht, adressiert ist er nur über das Beihilferecht. Jeder Landwirt, der Diesen produziert, Debatte, bekommt eine Beihilfe, eine Einkommensbeihilfe. Und damit er diese Einkommensbeihilfe bekommen kann, muss er bestimmte Umweltanforderungen erfüllen. Der ganze Mechanismus ist nur aufgehängt am Beihilferecht. Wenn ein Landwirt sagen würde, ich verzichte auf die Beihilfe, dann gilt für ihn nur die allgemeinen Grundsätze der guten fachlichen Praxis, die aber unspezifisch sind und das wäre dann im Rechtsprozess nicht wirklich zur Geltung gebracht werden können. Das wäre ja dann ein politisches Gestaltungsversäumnis. Da fehlt also das, was Sie zur Genüge haben für Ihre Laubsauger. Da fehlen politische klare Rahmensetzungen, Verordnungen, die das bestimmen. Und das andere, was Sie genannt haben, ist, die Ausnahmen in Verordnungen, in Gesetzen sind oft so vage formuliert, dass das Wasser dann eben doch nicht im guten Zustand ist oder die Arten eben doch nicht geschützt sind, weil man unter im überwiegenden Interesse, was auch immer, Herr Untersteller als eben Erfahrungsjurist genannt, dass man als Erfahrungsjurist sagen kann, da kann man alles... Wenn ich das nochmal... Am Anfang hatte ich gesagt, wir haben in komplexen Regelwerken wie eben dem Biodiversitätsschutzrecht oder dem Wasserrecht haben wir durchaus große Ausnahmeregime, die uns in die Lage versetzen sollen, auf erkannte neue Probleme angemessen zu reagieren. Das ist noch nicht der Einfluss von Lobbyismus, sondern das ist auch kluge Politik. Aber natürlich ist Gesetzgebung nicht nur sozusagen die Anwendung rationalen umweltpolitischen Denkens, sondern Politik des demokratischen Gesetzgebers ist immer auch Mehrheiten finden, Kompromisse suchen und vielleicht auch in der einen oder anderen Form die Kraft von Lobbyistenverbänden auf bestimmte Lösungen hinzuwirken. Und das kann dann auch schon mal zu suboptimalen Lösungen führen. Meine Erfahrung ist die, dass je politikferner sich Umweltpolitik vollzieht, desto eher besteht sozusagen eine
Gewährleistung dafür, dass sie rational ist im Sinne von, ich sag jetzt mal als Beispiel, europäische Umweltpolitik. Die wird ja immer viel gescholten als ein technokratisches Ungetüm. Sicherlich ist da eine große Technokratiekomponente drin. Ganz klar, es ist eben die Herrschaft der Expertokratie. Nichts anderes ist sozusagen die Europäische Kommission. Die uns aber zu Nitratgrenzwerten führt. Diese Politik ist sehr durchdacht. Vom ersten Punkt bis zum letzten Punkt haben die Dinge durchdacht und Antworten entwickelt. Und man muss allerdings konstatieren, dass in einem ganz normalen demokratischen politischen Prozess diese Ergebnisse schwer reproduzierbar wären. Das bringt uns das, was wir haben am europäischen Umweltrecht, ja. Das haben wir bekommen in einer Phase, in der das, ja, sagen wir mal, die expertokratische Politikfindung noch Kraft hatte. Mittlerweile muss natürlich auch die EU sehr viel mehr Rücksicht nehmen auf Befindlichkeiten. Wir hören mal, was die Wirtschaftswissenschaften dazu sagen. Wir haben jetzt ein schwieriges Problem. Sie sagen, da, wo wir funktionierende Grenzwerte haben, die wie beim Nitrat, bei der Düngerrichtlinie sogar einklagbar sein werden für Deutschland, wo Deutschland zahlen muss für Versäumnisse, da ist es irgendwie von Experten gemacht worden, nicht in dem demokratischen Raum, den wir uns eigentlich wünschen. Und diese Spielräume sind weit entfernt von dem, was Sie eben beschrieben haben, Herr Löschel, als faire Regelung, in dem der Markt dann sein Potenzial entfalten soll. Wie erleben Sie das sozusagen aus ökonomischer Perspektive und wie kommen wir vor allen Dingen weiter? Weil Sie haben alle so beschrieben, das ist so in der Demokratie, sehen wir alle, aber jetzt muss gehandelt werden. Also ich denke mal, wenn man sich die deutsche Energiewende anschaut, dann hat man nicht das Gefühl, dass wir jetzt daran leiden, dass wir zu wenig Verordnungen oder zu wenig Ordnungsrecht haben. Ne? Also wenn ich das richtig sehe, haben wir ganz schön viel eigentlich. Ne? Nee. Aber wir haben eben eher klein-klein irgendwo, ne? Und es fehlen sozusagen etwas die weitreichenden Würfe. Ne? Also können Sie jedes Gesetz mal anschauen, ne? Wie die alle gewachsen sind in den letzten Jahren. Daran liegt es, glaube ich, nicht tatsächlich, ne? Sondern die durchschlagenden Sachen fehlen. Jetzt haben wir zum Glück eine Diskussion, zum Beispiel über CO2-Bepreisung in den verschiedenen Sektoren. Darf ich ganz kurz noch mal zu den vielen Sachen, die wir haben. Wie beurteilen Sie denn die Ausnahmen, von denen Sie sagen, die sind weise? Komm ich gleich dazu. Ja, ich habe auch einen Gesprächsfaden im Kopf. Also das heißt, wir brauchen auch tatsächlich mal eine Bepreisung, ne? Irgendwie in den Nicht-ETS-Sektoren, aber auch Mindestpreise im ETS. Und dann wird natürlich die Frage sein, wie kriegt man das denn zusammen mit den Unternehmen, und dann kommen die Ausnahmen ins Spiel. Aber die Ausnahmen, die müssen dann wirklich ganz eng gefasst werden. Also das sind dann eben auch in dem Kontext tatsächlich ökonomische Fragen. Ne? Also wo kommt es zur Abwanderung? Wo können Preise auch weitergegeben werden? Ne? Was ist denn tatsächlich die Belastung von den Unternehmen? Und da wird man relativ schnell drauf kommen, dass die Ausnahmen viel zu weit gefasst sind. Ne? Man braucht nicht so große Ausnahmebereiche, sondern man kann das viel enger schneiden. Und das hat im Übrigen auch Vorteile für die Unternehmen, die belastet sind und dann eben diese Ausnahmen bekommen. Denn ansonsten, das sieht man jetzt ja auch, wenn die Ausnahmen zu breit gefasst sind, dann verliert eben auch die Maßnahmen Akzeptanz. Ne? Dann nimmt man die Leute nicht mehr mit. Das heißt, es ist auch im Sinne derer, die da wirklich belastet sind, zu schauen, dass das eng gestrickt ist im Endeffekt. Können Sie das vielleicht am Beispiel erklären? Weil wenn wir uns jetzt so eine Kupferherstellung nehmen, CO2-Bepreisung hätte ja für jemanden, alle Unternehmen, die viel Strom brauchen, um ihrem Geschäft nachzugehen, enorme Ausnahmen. Da gab es die Ausnahmen beim EEG. Da gab es dann die Leute, die Strom zahlen, sagen, wir müssen das zahlen und die da oben müssen das nicht zahlen, diese Unzufriedenheit. Wie würden Sie denn das genau eng fassen dann beim CO2-Preis? Aber da gibt es jetzt eben verschiedene Sektoren, die haben wirklich Probleme, ne? Wie eben die Grundstoffindustrie, diese CO2-Preise gut zu verarbeiten, ne? Weil das auch einfach dann technische Lösungen erfordert, die heute in dem Fall noch nicht so weit da sind, wie man es hätte. Da braucht man dann Forschung und Innovationen, die zu ertüchtigen. Aber ganz viele andere Sektoren, ne, die sind da nicht von betroffen, weil sie es weitergeben können, oder die haben eben solche Möglichkeiten. Das bedeutet, da zu schauen, dass wir eben nicht die Hälfte der Zertifikate frei ausgeben, ne, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um Akzeptanz zu schaffen. Aber dann natürlich auch für die da eben solche Ausnahmen haben, zu überlegen, wie kann man dann, und da ist dann eher Forschung, Innovation, langfristige Perspektive gefragt, wie kann man die in die Lage versetzen, mit solchen Regulierungen langfristig dann auch umzugehen. Also ich glaube, das ist so aus der ökonomischen
ökonomischer Sicht eben nochmal die Perspektive. Wir haben, glaube ich, viele Regulierungen. Wahrscheinlich zu viele Regulierungen. Schauen Sie mal, wir machen ja im Monitoring, monitoren wir den Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz. Also da kann ich sagen, es ist keine Freude, ne? Weil das ist eine ganze lange Liste von Maßnahmen. Und wenn Sie mal anschauen, was bringen die einzelnen Maßnahmen, evaluiert, ne, dann sehen Sie, da sprechen wir über ein paar hunderttausend Tonnen CO2. Ne? Das heißt, die Wirksamkeit, ne, dieser Pakete ist sehr, sehr beschränkt, gegeben dessen, was man eigentlich erreichen möchte. Und natürlich muss man sagen, das ist dann auch ein bisschen in der Beziehung Augenwischerei, ne, weil große Programme aufgelegt werden, aber es kommt halt wenig hinten raus, ne, irgendwie. Und deswegen muss man es evaluieren, man braucht größere Würfe. Und der Markt ist in der Beziehung einfach eine ganz clevere Geschichte, ne, weil ich muss es nicht klein spezifizieren, ne, sondern ich wirke mal, ne, über alle Sektoren, bei allen möglichen Anwendungen, die ich eben heute noch nicht auf dem Schirm habe. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Jeder wird sich jetzt schnell ausdenken können, wie in den nächsten 10 Jahren so eine Verbotsstaffel ausschaut. Das können wir alle, ne, weil wir irgendwie uns ein bisschen auskennen, was sind eigentlich die Technologien. Wenn man jetzt fragt, wie schaut es denn 2040 oder 2050 aus, glaube ich, haben wir alle keine gute Antwort, ne, weil wir eben da noch nicht wissen, wie ein CO2-neutrales Energiesystem in 2050 eigentlich im Detail ausschaut. Und da diese Idee, dass der Markt auch eine Rolle spielen kann, gute Ideen nach vorne zu bringen, vielleicht stärker in den Vordergrund zu stellen, ist, glaube ich, auch wichtig. Es geht also dann um eine Langfrist versus eine Kurzfristperspektive, auch was die Instrumente angeht. Was machen wir aber angenommen, wir nehmen jetzt einen guten CO2-Preis als Zahlungsinstrument, verbieten nichts, aber machen den CO2-Preis so, dass er bestimmte Branchen, die im Moment viel Strom verbrauchen und auch viel Schaden anrichten, sagen wir mal, meinetwegen die Mineraldüngerindustrie braucht unheimlich viel Energie, die würde sagen, wir brauchen so viel Energie, wir wollen Dünger produzieren. Biodiversitätsziel wäre aber, weniger Dünger zu haben. Was macht man dann mit so einer Branche? Bei der Abwägung ist schwierig, aber ich will jetzt mal was Kritisches sagen. Ne? Also wenn man einen CO2-Preis über alle Sektoren hat, ne, dann, und das ist ja das Ziel der ganzen Geschichte, dann wird dort in den Sektoren, wo es relativ günstig ist zu vermeiden, wird viel gemacht. Ne? Das wird dann der Stromsektor sein, das wird dann die Wärme sein, das wird die Mobilität sein. Und bei der Landwirtschaft und so weiter, da wird nicht viel passieren, ne, weil es eben, ja, weil die Kosten, die damit verbunden sind, augenblicklich noch sehr hoch sind. Deswegen sage ich, da hilft der Preis alleine nicht, ne, sondern man muss dann unterstützen, ja, dass man hier auch technologische Lösungen mitentwickelt, um dann tatsächlich auch solche Alternativen zu schaffen. Das gilt auch für die Mobilität im Endeffekt. Ne, also ein paar Cent auf dem Spritpreis, ne, wird auch nicht dazu führen, ne, dass jetzt alle sofort umsteigen. Sie müssen die Alternativen schaffen, sie müssen die Infrastruktur ausbauen, ne, also Ladeinfrastruktur und so weiter, die Möglichkeiten geben, ne, auch tatsächlich das Verhalten zu ändern. Und dann bringt der Preis auch was, ne? Aber alleine geht er halt, wird er halt nicht hier zielführend sein. Es bleibt auf jeden Fall beim Methodenmix und es kommt kein Oder in unsere Liste vom Verbieten, Ködern, Zahlen, sondern ein Und. Aber Herr Czarnecki, aus Sicht der Verwaltung, wenn Sie sagen, wir brauchen eine Flexibilität, das muss sich anpassen, wäre es sinnvoll, die Verwaltung, die Überprüfenden und die Unternehmen in so einem Prozess zu beteiligen? Würden Sie gerne dabei sein, wenn sowas formuliert wird, wie es denn sein müsste, weil Sie vielleicht das vorhersehen, was man beim Entwerfen im politischen Raum einer Verordnung, zum Beispiel zum CO2-Preis oder so, sagen könnte? Oder was wünscht sich eine Verwaltung, damit es wirkungsvoll durchgesetzt werden kann? Also ich glaube, wir sind beteiligt, wenn die Vorschrift entsteht, da bringen wir uns ein. Was wir weniger sehen, ist, wenn die Vorschrift am Schluss zustande kommt, läuft es eigentlich in ganz anderen Gremien natürlich ab, Bundesratsverfahren und so weiter. Da ist es einfach auf einer anderen Ebene unterwegs. Und da kommen ja die einzelnen Papiere aus den Ausschüssen. Da kommen dann natürlich die Wirtschaftszweige auch und bringen sich ein in Bezug auf das, was der Jurist sagt, ja, es muss irgendwo angemessen sein. Das heißt, jede Branche trägt den Fall vor und dann ist es am Gesetzgeber zu entscheiden, wie er es regelt. Wenn er dann Ausnahmen vorsieht, das ist dann oft halt, nach meinem Eindruck, ist das der Ausweg, um die Vorschrift zu bekommen. Akzeptiert man auch Ausnahmen, da muss man sich halt im Klaren sein, das muss Verwaltung vollziehen können. Oder das muss überhaupt Verwaltung geben, die das vollzieht. Also das ist dann halt immer Einzelfallprüfung und relativ aufwendig. Mhm. Und wenn ich daran denke, jetzt für die Zukunftsthemen, glaube ich, wir müssen vielleicht auch den Mut zu entwickeln, klare Ansagen zu geben in den Vorschriften. Das ist das, was wir uns wünschen. Und ich bin auch der Meinung,
Wir brauchen jetzt nicht mehr Vorschriften, also man müsste sich meiner Meinung nach überlegen, Evaluation von Vorschriften, nach einem gewissen Zeitraum wieder aufrufen, nach 5 Jahren sagen, braucht es jetzt noch? Man muss jetzt das Thema Klimawandel, um das jetzt anzusprechen, da muss eine Gesamtlogik da sein. Vorhin klang es an, Verursacher. Also Verursacher, wer sind denn die Verursacher am Problem? Und wenn ich die Verursacher anpacke, dann gibt es sicher ein paar Themen, die laufen marktwirtschaftlich. Was weiß ich, wir haben das erlebt im Abfallbereich, wenn sich Rohstoffe verknappen, werden Recyclingverfahren wirtschaftlich. Also wenn der Rohstoff teurer wird, also wenn es weniger davon gibt, dann läuft da marktwirtschaftlich sehr wohl was ab, dann geht mehr ins Recycling und der Rohstoff wird rückgewonnen. Da funktioniert Marktwirtschaft. Aber in anderen Themen, da funktioniert Marktwirtschaft halt nicht. Und das ist dann unser Auftrag. Also Beispiel, immer dann, wenn es jetzt um Belange geht, die keinen Preis haben, wird es schwierig nach meinem Erleben mit Marktwirtschaft. Oder immer dann, wenn es sehr stark in die Zukunft gerichtet ist. Beim Klimawandel geht es ja im Prinzip um das Thema, ich habe jetzt einen betriebswirtschaftlichen Auftrag zur Verzinsung von Kapital und ich habe einen Schaden in einer späteren Zeit. Und es ist auf Auftrag der Gemeinschaft zu sagen, wie verhindern wir heute diesen Schaden, der sich für zukünftige Generationen ergibt. Und das muss natürlich verursachergerecht laufen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke an mein Handy, das lädt nachts da wild vor sich hin. Da gibt es garantiert tausende von Laptops beispielsweise. Als Techniker sage ich mir, da muss es doch was Intelligenteres geben. Also es muss doch dafür gesorgt werden, dass der Strom nicht verraucht, auf gut Deutsch. Und da haben wir, glaube ich, technisch noch jede Menge Möglichkeiten. Wir müssen es halt anpacken, ob man das jetzt über Verbote macht, oder über Anreize, das muss man sich politisch überlegen, wenn man Verbote macht. Ich meine, wir haben schon viele Verbote gehabt, das hört sich ja furchtbar an, wenn ich hierher gefahren bin. Sie haben mich vorgestern ja gefragt, Verbote, da war ich jetzt, oh je, Verbote, das ist schwierig. Aber wir haben ganz viele Verbote schon gehabt. Und die waren, also wenn ich jetzt zum Beispiel an CE denke, das ist unser Markenzeichen, die Konformitätserklärung, das ist natürlich auch ein Verbot. Es darf nicht verkauft werden ohne CE. Es funktioniert aber. Die Industrie hat es erkannt. Die wollen auch Sicherheitsstandards. Es gibt eine Produkthaftung, die parallel läuft. Die unterstützt den ganzen Prozess. Also da haben wir eine Menge von Verboten ja schon da, die wir vielleicht nicht als Verbote wahrnehmen. Die tun uns natürlich nur dann weh, wenn sie uns dann ganz direkt betreffen und einschneidend sind. Und wir den Eindruck haben, wir haben keine Möglichkeit, also jetzt was weiß ich, wenn ich mit dem Diesel immer nach Stuttgart reinfahren kann, dann ist es natürlich etwas, was für mich wahnsinnig schwierig ist, weil auch der ÖPNV in Stuttgart jetzt nicht so ist, dass da noch täglich Sitzplätze frei wären. Also das sind die Verbote, die wehtun, aber wir haben auch schon viele Verbote, die wir schon längst praktizieren und die uns auch vorangebracht haben. Also Dinge, die jetzt beim Abwasserrecht zum Beispiel umgesetzt wurden, das sind heute Verkaufsschlager. Die waren mal Verbote. Wir haben 3 Punkte, Herr Niese, die ich Sie gerne fragen würde. Nämlich das erste, was Sie beschrieben hatten, die Internalisierung der externen Kosten, diese berühmte uralte Forderung der Umweltpolitik, die so komplex umzusetzen ist, weil eben die Kosten ja woanders entstehen, als da, wo die Gewinne gemacht werden. Wie könnten Sie sich vorstellen, wie kann man das aus einer ökonomischen, aus einer unternehmerischen Perspektive umsetzen? Das andere, klar, wäre die Sache, an welchen Verboten, hatten Sie schon gesagt, das kann schwierig sein, wenn es zu umfassend ist. Wir verbieten Blei, was gar nicht geht bei einer Herstellung von anderen Metallen, aber zu gucken, welche Rahmensetzungen könnten helfen und das vielleicht nochmal auf der globalen Geschichte. Wir hatten eben gesprochen über einen Börsenindex, also über bestimmte Anforderungen, die Kupfer zum Beispiel, wenn es an der Börse gehandelt wird, beinhaltet. Ist Externalisierung, die Internalisierung dieser äußeren Schadenskosten oder Arbeitsrecht, ist das denkbar über so einen Börsenstandard? Wie könnte das fair für alle Unternehmen geschehen? Also bevor ich zu dem Börsenstandard komme, was für viele hier im Saal sicherlich etwas weit weg vom Alltag ist, wollte ich nur noch mal darauf eingehen. Also ich denke schon, wenn man große Ziele verfolgt und wenn man noch nicht weiß, mit welcher Technik man dieses Ziel erreichen kann, dann sollte man möglichst wenig ordnungsrechtlich an der Stelle vorgehen, sondern dann sollte man, wie Herr Professor Löschel gesagt hat, ein Ziel definieren, aber den Weg dahin
dem Entdeckungsverfahren marktoffen halten. Und deshalb ist eine CO2-Bepreisung über einen Emissionshandel meiner Überzeugung nach das überlegene System. Jetzt haben wir natürlich die Herausforderung, dass dieser Emissionshandel für die NE-Metallerzeugung kein globales Phänomen ist, sondern das ist ein Flickenteppich. Und ich wage mal die Behauptung, dass wir keinen Emissionshandel haben, der mit der gleichen Stringenz ausgeübt wird im Rest der Welt, jedenfalls da, wo die Wettbewerber sitzen, wie hier in Europa. Es kommt noch etwas Zweites hinzu, und das gilt eigentlich für uns zunächst und dann in Folge für alle anderen Grundstoffindustrien. Am Ende soll es ja darum gehen, dass dort, wo heute fossile Energieträger eingesetzt werden, andere, möglichst CO2-arme oder CO2-freie Energieträger kommen. Und ganz ehrlich, das läuft auf Strom hinaus. Ja? In der Nicht-Eisenmetall-Wirtschaft sind wir schon lange sehr, sehr stromintensiv, weil bestimmte Prozesse sind sozusagen als Stromprozess erfunden worden. Ich sage mal die Aluminiumerzeugung vor über 100 Jahren. Und andere Prozesse wie die Zinkerzeugung sind schon vor ungefähr 50 Jahren von einem fossilen Prozess auf einen Stromprozess umgestellt worden. Und es gibt noch andere Bereiche, die wir auch in der Metallurgie noch auf Strom umstellen können. Wir können nicht alles umstellen, aber wir könnten vieles umstellen. Und nun haben wir aber diese dumme Tatsache, dass der Strom und insbesondere in Deutschland im internationalen Vergleich, ich rede jetzt nicht von dem Konsumentenstrompreis, sondern vom Industriestrompreis, sehr teuer ist. Denn die Ausnahmen, die die Unternehmen bekommen, die hier besprochen wurden, führen ja dazu, dass der Strom, nachdem alle Ausnahmen angewendet werden, wettbewerbsfähig ist. Sonst würden sie ja nicht produzieren. Und das ist natürlich eine sehr geringe Planungssicherheit für die Unternehmen, weil sie nicht selber durch eigene Investitionen für die Zukunft planen können, sondern weil sie letztendlich von politischen Entscheidungen abhängig sind. Werden diese Ausnahmen weiter gewährt? Werden sie eingeschränkt? Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen und so weiter und so fort? Das vielleicht mal ganz allgemeine Bemerkung. Spannende Frage dabei ist doch aber, wie kommen wir da weiter aus diesem ganz offensichtlich bestehenden schwierigen Problem? Wie wäre Ihr denn Vorschlag zu solange sagen? Solange wir, also es gibt ja Ideen, wie man diesen Flickenteppich des Emissionshandels für Energiewirtschaft und Industrie global verknüpfen kann. Wir haben natürlich auch auf Branchenebene international über solche Themen diskutiert. Und Sie können sich vorstellen, dass das Interesse von unseren Wettbewerbern, die nicht vergleichbar strenge Systeme haben, nicht so groß ist, sich da anzuschließen. Das geht natürlich nur mit politischem Druck. Also die Verknüpfung dieser Systeme halte ich für sehr sinnvoll. Aber solange das nicht der Fall ist, brauchen wir das. Und wenn Sie jetzt noch an andere Industrien denken, die heutzutage weniger stromintensiv sind als die Nicht-Eisenmetalle, ja, die Stahlindustrie, die chemische Industrie, die sollen ja gerade jetzt neue Verfahren entwickeln, um die direkten CO2-Emissionen zu reduzieren. Und also alles, was ich da höre, ist, es wird mit Strom sein. Wie geben Sie denn diesen Unternehmen die Zuversicht, dass sie dann, wenn sie sich in die Abhängigkeit der Stromversorgung begeben, die sie heutzutage ja nicht in dem Ausmaß haben, dass sie dann auch zukünftig wettbewerbsfähig sein werden? Das ist eine riesengroße Herausforderung. Wie wäre es denn aber, wenn Sie auf internationaler Ebene als ein großer Player darauf hinarbeiten, dass sich alle an einen Standard halten würden, das Umweltrecht, das globale Umweltrecht würde einen einklagbaren Vollzug irgendwie so verankern, dass Sie sagen können, dieser chilenische Kupferproduzent hat sich aber nicht an diesen Standard gehalten, den wir gesetzt haben. Und dann gehen wir zu sowas ähnliches wie so, die WTO hatte ja auch Schiedsgerichte auf globaler Ebene. Da hat das ja auch beim Handel hat es ja irgendwie, aber es hat funktioniert. Kann das nicht einklagbar sein, was man da in globalen Abkommen hat? Also vielleicht ein Hinweis zum Handel. Das Handelsrecht guckt immer in die Zukunft. Ja? Das ist der große Unterschied zum Beihilfenrecht. Ja? Das ist der große Unterschied zum Beihilfenrecht. Das guckt ja auch in die Vergangenheit. Das Handelsrecht schaut immer in die Zukunft. Das heißt, wenn ein Verstoß festgestellt wird durch das WTO-Gericht,
dann müssen die Staaten Maßnahmen treffen, um in Zukunft sich an die Regeln zu halten. Aber sie müssen das nie rückwärts rechnen. Und ganz ehrlich, anders kann es international auch nicht funktionieren. Ja, zumal wir ja gerade ein großes Problem mit der WTO haben, dass früher die Vereinigten Staaten das unterstützt haben und heutzutage die Europäer da eher alleine dastehen. Dass das nicht einfach ist, ist schon klar. Nur die Frage einer globalen Einklagbarkeit nach so einem Modell könnte das helfen, aus diesem Dilemma dieser nationalstaatlichen oder europäischen Regelungen rauszukommen. Ganz kurz, Herr Köck, weil ich habe zwar noch 100 Fragen, aber Sie haben bestimmt auch welche und so viel Zeit haben wir nicht mehr. Also das ist natürlich eine Frage, die nicht nur an einen Umweltjuristen gehen kann, denn wir sprechen hier über internationales Handelsrecht und es hat viel damit zu tun, wie wir unsere internationalen Freihandelsverträge konfigurieren. Und natürlich, wenn wir uns zusammensetzen, um mit Lateinamerika, wenn die EU mit Lateinamerika einen Freihandelsvertrag macht oder mit den Vereinigten Staaten oder mit Kanada, diese ganzen Abkommen, die debattiert worden sind, die zum Teil kritisch debattiert worden sind, da geht es immer auch über die Bedingungen für Marktzutritt. Und natürlich kann man in diesen Bedingungen für Marktzutritt auch bestimmte Umweltstandards mit verankern und das wird auch getan. Die Europäische Union sozusagen bietet keinen Marktzugang für Produkte jedweder Art, sondern für Produkte, die gewissermaßen dem Sicherheitsstandards Europas genügen und die auch den Umweltstandard Europas genügen. Das sind jedenfalls sozusagen Aufträge, die von der EU an die Verhandlungskommission gegeben werden. Ob das immer umgesetzt wird, ist noch eine zweite Frage. Die Regenwaldbrände. Die nächste Frage ist die, kann man über den Rechtsmechanismus nun dafür sorgen, dass global eine Politik des Klimaschutzes wirkungsvoll in Gang gesetzt wird. Und da kann ich sagen, das erleben wir gerade. Nicht? Wir erleben es weltweit, dass Bürger die Gerichte anrufen und einklagen, dass ihre Grundrechte gefährdet sind, weil ihre nationalen Regierungen zu wenig tun, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Wir haben eine Klage auch gegen die Europäische Union, die eingereicht worden ist vor etwa einem Jahr und die jetzt vom EuG, also vom Europäischen Gericht erster Instanz, zunächst einmal aus Zulässigkeitsgründen zurückgewiesen worden ist. Wir werden sehen, wie der EuGH damit umgeht, aber die Klage annimmt. Wir haben eine weitere Klage gegen die Bundesregierung wegen ineffektiver Klimapolitik. Da hat das Bundesverfassungsgericht immerhin vor zwei Wochen, glaube ich, die Bundesregierung aufgefordert und auch die Länder aufgefordert, Stellung zu nehmen. Das deutet erstmal darauf hin, dass das Bundesverfassungsgericht diese Verfassungsbeschwerde, die erhoben worden ist, nicht einfach mit einem Einzeiler zurückweist, sondern möglicherweise diesen Fall annimmt und sich um diesen Fall kümmern wird. Ob er erfolgreich sein wird, ist noch eine ganz andere Frage. Denn hier geht es ja darum, ob gewissermaßen Grundrechte gefährdet sind, ob in Grundrechte eingegriffen wird durch eine zu laxe Klimaschutzpolitik. Und wir kennen den Fall Urgenda aus Holland. Da hat ja ein holländisches Gericht, und mittlerweile ist es bestätigt, auch durch die zweite Instanz, festgestellt, dass die holländische Regierung zu unambitioniert ihre Klimaschutzpolitik angelegt hat. Und das Gericht hat schlicht gesagt, ihr müsst mehr tun. Und solche Klagen erleben wir in vielen Ländern dieser Erde, in Amerika, in Lateinamerika und so weiter und so fort. Und das ist ein Versuch, über Klagen, so unbeholfen das auch noch sein mag, denn man kann eigentlich nur einklagen gewissermaßen, ich habe ein Recht auf Leben, ich habe ein Recht auf Gesundheit, ich habe möglicherweise nach manchen Verfassungsordnungen auch ein Recht auf eine gesunde Umwelt. Die Frau Staatssekretärin hat gerade hier verkündet, sie meint auch, dass jeder Deutsche ein solches Recht auf eine gesunde Umwelt hat. Einen entsprechenden Grundrechtsartikel haben wir im Grundgesetz aber nicht. Nehmen wir das mit. Wir haben allerdings Staatsziel Umweltschutz in der Verfassung und wir haben ein Recht auf Leben und eine staatliche Schutzpflicht, die dieses Recht auf Leben und Gesundheit effektiv schützen muss. Und darauf kann man sich natürlich dann auch berufen. Ja.
Es ist ein Hoffnungsschimmer an dieser Debatte, dass wir über das Einklagen von Rechten, ich habe jetzt entnommen mit dem Recht, also Staatsziel Umwelt und ein Recht auf intaktes Leben, also und auf Menschenwürde kann man kombinieren zu einem Recht auf intakte Umwelt und vielleicht einklagen. Also da ist vielleicht ein bisschen Hoffnung an. Die Erfolgsaussichten sind nicht ganz hoch, aber sie sind da. Aber vielleicht darf ich noch einen Satz sagen zu den Stromkosten. Ich hab ein Zeitproblem, weil ich nämlich dringend jetzt Sie alle zu Wort kommen will und meine 33 Fragen noch zurückstelle und erstmal Sie jetzt bitten würde, bevor uns die Zeit abläuft, einmal bitte das Mikrofon in die zweite Reihe. Stellen Sie sich kurz vor und gerne kurz. Bitte. Ja, mein Name ist Matthias von Kahler. Ich bin Rechtsanwalt bei PricewaterhouseCoopers und beschäftige mich auch mit dem Umweltrecht und habe auch einen Lehrauftrag an der TU Clausthal. Wir haben ja auch über Verbote gesprochen. Es ist natürlich richtig, dass über Verbote politisch diskutiert werden muss. Ich erlebe nur in vielen Diskussionen, weniger heute, aber gerade so in den sozialen Medien, dass ein ganz wichtiger Grundsatz, ich weiß nicht, ob er erwähnt wurde, als ich vielleicht gerade draußen war, außer Acht gelassen wird, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das heißt, ich brauche eine geeignete Lösung, ich brauche eine erforderliche Lösung, ich brauche eine angemessene Lösung. Ich muss also immer die Folgen auch berücksichtigen. Und ich habe in vielen Diskussionen, wie gesagt nicht heute, aber auf Twitter und Facebook und so weiter, den Eindruck, dass der Klimaschutz als absoluter Wert gesetzt wird und so der Eindruck erweckt wird, da kann man dann alles machen. Aber so ist es eben nicht, auch wenn wir natürlich zum Klimaschutz verpflichtet sind, das ist überhaupt keine Frage, ist natürlich nicht jede Maßnahme verhältnismäßig. Und ich glaube, auf diese juristische Binsenweisheit muss einfach doch auch mal wieder in solchen Diskussionen hingewiesen werden. Wir lassen mal einen Ökonomen darauf antworten. Aber wenn ich, was ich eben verstanden habe von Herrn Ratzmann und vielen anderen, ist ja schon die Frage des Klimaschutzes auch eine des absoluten Überlebens, wobei dann die Frage auf mein Recht auf Plastikstrohhelme in der Verhältnismäßigkeit absinkt, oder Herr Löschel? Ja, also ich glaube, das Weltklima wird durch die Klimaneutralität von den Niederlanden wahrscheinlich nicht gerettet werden. Ich war den ganzen Tag mit der chinesischen Delegation unterwegs. Ich glaube, das wäre wichtiger. Aber die Frage der Verbote ist ja tatsächlich eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Also ich sage mal, ohne jetzt da baden-württembergische Themen aufgreifen zu wollen, aber wenn wir uns zum Beispiel fragen, wie gehen wir denn eigentlich mit Luftverschmutzung, Stau und so weiter in Städten um, ne? Dann wäre eigentlich die ökonomische Antwort drauf, sowas wie eine Bepreisung, ne, von Straßen, ne? Zum Beispiel sowas wie ein Städtemaut oder sowas, ne? Es wird halt teuer, da reinzufahren. Warum, sagt der Ökonom? Das. Nicht, weil er jetzt den Bewohnern der Städte in Baden-Württemberg irgendwie was Schlechtes will, sondern weil es vielleicht aus Sicht dieser Problemlagen, also Luftverschmutzung, Stau, vielleicht Zeiten gibt, wo es gar kein Problem ist, wenn da jemand reinfährt, ne? Und in anderen Zeiten ist es vielleicht ein großes Problem oder an bestimmten Stellen ist es vielleicht ein großes Problem, an anderen aber nicht, ne? Das heißt, die Frage nochmal von vorhin, was kann ich eigentlich flexibilisieren und was kann ich nicht flexibilisieren, ne? Und da wird man vielleicht zum Ergebnis kommen, dass vielleicht solche marktlichen Sachen, ne, die dann über den Preis arbeiten, tatsächlich ganz sinnvoll sein können, weil sie eben verhältnismäßig sind. Also um dieses Problem zu lösen, ist das der geringst nötige Eingriff sozusagen, der erforderlich ist. Und diese Art von Diskussion, glaube ich, die ist so ein bisschen unangenehm, weil ich bin ja, das ist natürlich einfache Lösungen irgendwie, es einfach zu verbieten, ne? Aber man muss halt sehen, das ist ja jetzt auch so, dass Verhältnismäßigkeit sich auch dann tatsächlich in Belastungen niederschlägt, ne? Die Frage ist dann, können die Leute darauf überhaupt reagieren und wie können sie darauf reagieren, ne? Und wer hat eigentlich die Möglichkeiten, dann zum Beispiel mit so einem Verbot umzugehen, ne? Wenn er ein altes Auto hat oder ähnliches, ne? Und ist es tatsächlich notwendig? Also ich glaube, da gibt es schon Abwägungsfragen dann, die auch jetzt nicht unbedingt immer zu Nachteil der marktlichen Instrumente ausfallen sollte, glaube ich. Das wäre also ein Preis für die Straßen, wo die Probleme größer sind, müsste ich zahlen und da, wo es keine Probleme gibt, könnte ich weniger zahlen, dann kann ich mit so einem, das setzt so eine digitale Gesellschaft voraus, ne? Wo das Auto ja, das, dann halt... Genau, das wird natürlich jetzt, vielleicht ist es ja auch mal ein Innovationsprojekt, kann ja auch sein, ne? Dass man sagen, Mensch, also da haben wir mal was aufgesetzt, was mal wirklich innovativ ist oder sowas, ne? Weil wir eben eine ganz flexible Regulierung hier irgendwie einführen und vielleicht sagt man auch, in bestimmten Bereichen hat man Hotspot-Probleme, da möchte man das eben nicht, ne? Und da muss man halt ein Verbot machen, ne? Das ist auch okay.
aus meiner Sicht. Aber wir haben da eine sehr starke Schwarz-Weiß-Diskussion, eben etwas zu verbieten, ne, oder dann gar nichts zu machen. Und ich glaube, da sollte man ein bisschen Mittelwege finden. Dann hole ich aber noch mal Frau Schwarze-Losutta aufs Podium und lasse Sie daran erinnern, dass so eine Preispolitik ja auch wieder eine soziale und eine Gerechtigkeitsfrage ist. Ein Verbot würde für alle gelten. Der Preis würde die, die eh die großen Autos haben, weniger treffen als die mit den kleinen. Aber das geben wir mal als Forschungsprojekt an eine baden-württembergische Universität ab und hören die nächste Frage. Also vielleicht nur ein, also gerade die marktlichen Instrumente sind wirklich häufig die, die die ärmeren Bevölkerungsschichten eben nicht stärker belasten. Ich meine, gibt's ja eigene Studien, ja, über CO2-Bepreisung, wo man eben zeigen kann, richtig, mit entsprechender Rückgabe dann der Einnahmen schafft man es genau in die andere Richtung, ne, weil eben einkommensschwäche Haushalte sind nicht die großen Energieverbraucher zum Beispiel, ne, die belasten eben die Umwelt in geringerem Maße. Das heißt, hier zu überlegen, wie kann ich Einnahmen erzielen und wie kann ich die auch wieder zurückgeben pro Kopf, oder wir würden es ja lieber machen durch Abschaffen der EEG-Umlage beziehungsweise Zahlen aus dem anderen Topf oder so, um tatsächlich die Elektrifizierung hinzubekommen. Das sind diese Verteilungsfragen aus meiner Sicht sogar besser anzugehen. Ja, gut. Also es gibt keinen Grund mehr, mit der CO2-Steuer zu warten. So viel habe ich jetzt mal verstanden. Wir nehmen die beiden Fragen jetzt zusammen. Sammeln die bitte. Jens Loschwitz, BDE von der Deutschen Entsorgungswirtschaft. Ein wichtiges Instrument beim Klimaschutz ist ja auch die Rohstoffwende, also sprich Einsatz von Recycling-Rohstoffen. Meine Frage ging an Herrn Professor Dr. Köck, inwieweit denn diese Chance, Einsatz Recycling-Rohstoffe in der Praxis auch gelebt wird, inwieweit ein Einsatz stattfindet, insbesondere auch bei der öffentlichen Beschaffung. Oh ja. Wollen wir die nächste Frage noch mitnehmen, um noch viele Stimmen zu hören? Bitte. Ja, Tobias Austrup von Greenpeace. Ich möchte einen Punkt vielleicht in die Debatte reinbringen. Mein Empfinden ist, politische Instrumente haben sozusagen auch da lastet ein Rechtfertigungsdruck drauf. Ja? Und wir haben in vielen, vielen Bereichen in den letzten 10, 15 Jahren ganz viel versucht mit Anreizsystemen und mit marktwirtschaftlichen Instrumenten. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir wissen, dass die Klimakrise immer näher kommt, der Reaktionszeitraum, der uns noch bleibt, immer geringer wird. Und wir dann auch merken, wenn wir denn in diesen Klimazielen bleiben, brauchen wir viel drastischer, weniger evolutionäre, sondern revolutionäre Entwicklung. Dass wir jetzt eigentlich an einem Zeitpunkt sind, wo wir überdenken müssen, ob die Zeit der Anreiz- und Marktinstrumente nicht vorbei ist. Die hatten teilweise ihre Möglichkeit. Wie der ETS, da haben wir 15 Jahre auf eine oder 10 Jahre auf eine Reform gewartet, die jetzt so langsam anfängt zu wirken. Solche Zeiträume haben wir nicht mehr. Wir sehen das bei einer Elektroautoprämie. Ja, das Ziel von 1 Million Elektroautos, das gibt es schon seit diversen Jahren. Da sind wir nicht mal annäherungsweise hin. Das heißt, ich glaube, die Zeit ist jetzt reif zu sagen, die Marktinstrumente hatten in aller Regel ihre Möglichkeit, ihre Wirksamkeit nachzuweisen. Das haben sie an ganz vielen Stellen nicht getan. Und wir brauchen jetzt eine Öffnung dieses Instrumentenkastens, den die Politik hat. Und was wir nicht mehr gebrauchen, sind ideologische Akteure, die sagen, nee, ein Instrument aus diesem Kasten will ich ohnehin nicht mehr benutzen. Das schließe ich von vornherein aus. Ich glaube, mit diesem Ansatz kommen wir nicht weiter. Aber ich glaube, dass das jetzt von vornherein ausgeschlossen wurde, dass zum Beispiel das Instrument Verbote war ja eigentlich nicht, da war ja Konsens, es gibt einen Instrumentenmix, da geht es jetzt voran, ne? Oder? Okay, aber ja, es gibt noch andere Leute, die nicht auf diesem Podium sind, fortschrittlich. Herr Köck, aber zur Ressourcenwende und zur Frage drastischer, und ich würde vielleicht noch an diese zweite Frage, wir haben jetzt keine Zeit mehr, haben die Marktinstrumente nicht gewirkt, weil sie nicht gewirkt haben oder weil der Rahmen nicht gut genug war? Also waren die Zertifikate waren ja lange einfach viel zu günstig und haben sie vielleicht deshalb nicht gewirkt oder brauchen wir wirklich andere Methoden? Und die Frage der Ressourcenwende. Ja, die Frage der Ressourcen, ich würde das jetzt mal nur auf das Klimaschutzproblem beziehen, natürlich ist eine sparsame Verwendung von Ressourcen auch ein wichtiger Faktor des Klimaschutzes. Aber Recyclingprozesse beispielsweise als Möglichkeiten der Einsparung von Ressourcen muss man immer auch noch daraufhin anschauen, inwieweit sie energieintensiv sind. Und deswegen muss man gucken, wo Recycling wirklich gewissermaßen hilft, Ressourcen zu sparen und dadurch gleichzeitig einen Beitrag leisten kann
zur Klimaschutzpolitik. Das muss man sich im Einzelnen anschauen. Aber ungeachtet dieser Klimaproblematik muss man natürlich sagen, dass wir in der Ressourcenpolitik mit Blick auf Kreislaufwirtschaft zwar in Europa nach wie vor relativ gut dastehen, insgesamt betrachtet aber ist auch unsere Politik der Produktverantwortung innerhalb der Kreislaufwirtschaft noch eine, die durchaus ausbaufähig ist. Zur Frage, brauchen wir nicht sehr viel Radikaleres, um voranzukommen? Da will ich nur den Hinweis geben auf die jüngsten Gutachten des WBGU, also des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderung, und auch des SRU, des Sachverständigenrats für Umweltfragen. Die mahnen nun schon seit einiger Zeit an, eine transformative Umweltpolitik in Gang zu setzen. Transformative Umweltpolitik ist eben dann eine Politik, die die große Transformation bewirken wird. Und diese transformative Umweltpolitik hat aber viel mit dem zu tun, was ich in meinem Eingangsstatement schon mal angedeutet habe, nämlich wir brauchen hier eine langfristige Zielorientierung, wir brauchen eine belastbare Maßnahmenplanung auf der Basis der besten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wir brauchen adaptives Management, um nachzufassen, wenn wir merken, dass Dinge noch unsicher sind und dass wir sie nicht so genau justieren können. Wir brauchen Monitoring- und Reporting-Systeme, um zu erkennen, ob wir on track sind. Und wenn wir merken, wir sind nicht mehr in der Spur, dann muss nachgebessert werden. All das sind sozusagen Elemente, die wir auf der politischen Seite brauchen. Und auf der Seite der Akteure müssen wir natürlich immer schauen, wo sind die Nischen, die sozusagen uns auf eine andere Ebene heben können. Können wir diese Nischen identifizieren? Können wir sie fördern? Und können wir gewissermaßen die Akteure des Alten ein Stück weit aus dem Markt nehmen? Und das ist die Exnovationspolitik, also eine Ausstiegspolitik. All das muss sozusagen abgestimmt und gekoppelt kommen. Mit Blick auf die Uhr, das alles als Auftrag an die Politik zugehört hat. Eine letzte Frage aus der ersten Reihe in Ihrer Kaffeepause. Kurze Frage und prägnante Antwort. Ja, Susanne Bergius, Handelsblatt. Sie haben viele Dinge genannt, die doch mir sehr traditionell klingen. Es gibt, was man auch braucht, ist Mut. Dinge mal ganz anders zu machen, würde ich sagen, und stelle die Frage in den Raum. Es gibt zwei Hebel, die meines Erachtens entscheidend sein können. Es gibt 57 Milliarden Euro an umweltschädlichen Subventionen jedes Jahr. Warum gibt es die immer noch, wenn wir eigentlich eine andere Wirtschaft wollen, wie es eine Nachhaltigkeitsstrategie auch vorsieht und auch die EU? Und zweitens, warum gibt es im Wettbewerbsrecht, was ein großer Hebel ist, nicht einen Halbsatz, der ergänzt wird und sagt, dass Produkte, die eben umwelt- und sozial schädlich sind, einfach nicht mehr auf den Markt dürfen? Das wäre ein Hebel, der mal ganz anders wäre. Das wäre klare Ordnungsregel. Herr Löschel, ja, ein schmaler Satz, keine 90 Sekunden. Ja, ich wollte nur sagen, also ich glaube, der Eindruck, dass die Vergangenheit durch marktliche Instrumente geprägt wurde, die jetzt versagt haben, ich glaube, das ist einfach ein falscher. Ne? Die Vergangenheit wurde geprägt durch Freiwilligkeit und Anreize. Und das hat beides nicht funktioniert. Das kann man tatsächlich mal festhalten. Ne? Und deswegen ist die Frage, wie kommt man tatsächlich in andere Systeme, ne? Weil die alten tatsächlich nicht funktionieren. Da würde ich voll übereinstimmen. Aber jetzt geht es mal darum, tatsächlich was teuer zu machen, was bisher günstig war, und zwar nachhaltig teuer zu machen. Und ich glaube, das wird ganz neue Hebel dann auch in Gang setzen. Und wir haben der Verweis aufs ITS ist natürlich richtig, aber da werden wir sehen, dass das jetzt ganz gut wirken wird, nämlich, ja, wenn man jetzt mal die neue Kommission sich anschaut, na, wenn die Zielsetzungen entsprechend hochgemacht werden, na, wenn dann auch tatsächlich die Preise mal etwas hochgehen, dann wird man vielleicht sehen, dass man da wirklich ganz viel schaffen kann, was politisch viel, viel schwieriger ist, denn der Markt ist eben auch anonym. Das ist toll. Man muss sich nämlich nicht mit den Leuten individuell zusammensetzen, sondern man kann mal den Markt machen lassen. Man kann sich das gut anschauen. Wie hat der Kohleausstieg in Großbritannien funktioniert? Na, über den Mindestpreis im ETS. Ja, da gab es keine Kohlekommission. Na, das ist relativ geräuschlos vonstatten gegangen. Heute ist die Emissionsausstoß im Stromsektor in UK ist weniger als 5%, ja, von dem, was sie hatten. Und zwar ohne Verhandlungen.
Verhandlungen, ohne Kompensationen, ohne alles, einfach indem man mal einen starken Preis draufgesetzt hat. Ne? Und das haben wir uns bisher nicht getraut. Das muss man einfach sagen. Wir haben gedacht, ne, Freiwilligkeit reicht. Ne? Wir haben gedacht, Anreize ne, reichen ne, und Subventionen reichen. Und wir sehen, das sind in großem Umfang Mitnahmeeffekte, die da stattfinden. Leute machen das, was sie immer schon gemacht haben und kriegen jetzt noch Geld hinterhergeworfen. Und wenn ich übrigens auch die aktuellen Vorschläge anschaue, sehe ich da ganz viel auch widerscheinen. Und ich glaube, wir brauchen jetzt eine andere Art, nämlich was wirklich einschneidend Preise setzt. Und da verstehen es die Leute am schnellsten, wenn es auf den Geldbeutel kommt. Ganz herzlichen Dank. Freiwilligkeit, damit ist jetzt Ende. Wir brauchen sinnvolle Steuerungsinstrumente und einen richtigen angemessenen CO2-Preis. Die juristischen Klagen könnten helfen, um etwas in Gang zu bringen. Und alles, was austariert werden muss auf der Ebene von Verordnungen, muss so dynamisch sein, dass es sich anpasst, dass es wirkt, dass es vollzogen werden kann, aber gleichzeitig auch nicht einzelne Player rauskickt. Und das alles ganz schnell. Ganz herzlichen Dank, Herr Niese, Herr Löschel, Herr Czarnecki und Herr Köck, und ganz herzlichen Dank an Sie. Ich wünsche Ihnen eine ganz angenehme und kurze Kaffeepause. Um 17:15 machen wir hier weiter und blicken auf die Kommunen, die das alles umsetzen müssen. Ganz herzlichen Dank. Applaus